starten. Yes, Baby! Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Oh, oh, oh. Yes, Baby! Südberlins Ivan Drago. King Belasch gegenüber der Bruder Charo. Oh. Abu Saida, Gwaila, Gwaila. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Absolut. Sagt Ina Abi immer. Ja. Willkommen in der Hölle. Big Hates in der Haus. Big Hates. Und wir haben heute wieder den populärsten Stargast hinten als Gast. Als richtigen Gast, hoffentlich auch mal bald im Podcast. Jetzt ist Charo da. Definitiv. Schön, hier zu sein. Direkt gekommen aus NRW. Direkt aus dem tiefsten Ruhrpott, Gladbeck 4-5. Gladbeck stolz. Ja, sehr schön. Freut uns auf jeden Fall, Bruder. Ich hätte mich tierisch mal gefreut, wenn ich zu dir gekommen wäre, weil dann hättest du mich bekocht. Das können wir ja immer noch machen. Da guckst du mit so großen Augen. Ja. Immer, bevor ich da hingucke, wo die Frauen immer abgespielt sind, die kein Geld haben für Klamotten, guckst du mal deine leckeren Sachen. Nee, guck auf deine Sachen, hatten wir uns oft schon besprochen, beschrieben. Das ist stark. Sehr, das sehr lecker. Ja. Gott sei Dank kein Veganer. Gott sei Dank kein Veganer. Aber ich muss sagen, so einen veganen Tag baue ich mittlerweile ein. Ist auch, ich glaube, wir kommen aus der Generation, die dieses Statussymbol Fleisch zu viel genossen hat, aber ein bisschen mit Maßen. Sehr lecker immer, was du da kochst. Willkommen, Charo. Danke, danke, danke. Was schön, heißt, hier zu sein. Bruder, was heißt ein veganer Tag? Habe ich nicht verstanden. In deinem Privatleben oder? In meinem Leben, ja, habe ich einen veganen Tag. So wirklich, wo ich komplett vegan mich ernähre. Das ist so das Gegenteil von Cheat Day, oder was? Mittlerweile mache ich keinen Cheat Day. Das mache ich ja wirklich nur wirklich so, wenn ich in der Diät bin. Aber das würde dann auch, könnte man auch so einbauen. Aber wieso? Wie kommt das? Da ist eine ganz tolle Person auch auf Social Media unterwegs. Die nennt sich Orient Trip Vegan. Und ich bin auf sie gestoßen durch Zufall. Habe ihr Content abgecheckt und sie ist extrem vegan. Und sie hat mich so zum Umdenken gebracht. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja. Kann man davon ausgehen, dass du normalerweise nichts von veganer Ernährung gehalten hast, mehr oder weniger? Null. Okay. Ich habe null davon was gehalten, null. Und wie gesagt, seitdem ich auf Serai da gestoßen bin, habe ich mich dann mit dem Thema vegan auseinandergesetzt. Und wir sind auch viel rumgekommen jetzt, so seitdem ich jetzt so 2 Jahre YouTube mache, waren wir auch in so einer riesengroßen Fleischfabrik. Aha. Ja, und das hat mich auch noch mehr so zum Nachdenken gebracht. Und an dem Wochenende, wo wir da in Polen waren, habe ich dann nochmal viel an Serai gedacht. Und ab dem Tag an habe ich dann gesagt, so, ich baue mindestens einen veganen Tag ein. Okay, das musst du mir mal kurz erzählen. Was ist da passiert? Was ist passiert? In Polen, du hattest ein einschneidendes Erlebnis anscheinend. Ne? Genau, also du hörst ja immer, dass wir viel Fleisch essen. Ganz kurz, Bruder, ich mach dir den noch höher. So. Ja. Besser jetzt? So, wir hören ja überall in den Medien, so, dass wir viel Fleisch konsumieren und. Aber so eigentlich so richtig vor Auge haben wir das ja nicht. Mhm. Und wir wurden eingeladen zu die größte Fleischfabrik der Welt. Ach, die ist in Polen, ja. Krass. Und wir waren 2-3 Tage da in der Fabrik. Alles top, sauber, wirklich regelkonform, so wie das sein muss. Aber die Mengen, was da an Fleisch war, ist krass. Also da verlassen wirklich täglich 100 Tonnen Fleisch die Fabrik. 100 Tonnen Fleisch. Das ist schon was. Ja. Wir sind da reingegangen, alles steril, sauber, wirklich. Du kannst vom Boden essen, aber in der Luft war dieser Fett und Talg. Aha. Weißt du, wie ich meine, wenn du da durchgegangen bist, das hat überall geklebt, auf der Haut, Glatze, hier am Bad, so Klamotten, das war krass. Und dann hast du das Ganze nochmal so durch den Kopf kommen lassen. Aber irgendwie, ja, es ist richtig, das ist alles Fleisch und 90%, glaube ich, was in Deutschland konsumiert wird, kommt von diesen Fabriken. Genau. Aber ich denke mir dann auch, es gibt auch so Alternativen, das ist schon sehr schwarz-weiß, weil ich denke, dass alles, was mit Industrie zu tun hat, ist pervers. Absolut, oder? Ja, aber darüber habe ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht. Weißt du, wie ich meine? So, absolut. Ich habe ja auch einen tollen Sponsor, mit dem ich zusammen gemeinsam arbeite, das ist Josef Biofleisch. Und da haben wir auch schon mal so einen Vlog, wir haben uns kennengelernt, wir haben einen Vlog dazu gedreht und da kam ich so erstmal in Berührung mit Nachhaltigkeit und dass das auch bei uns halal geht, funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Und da haben wir gesagt, so, darauf bauen wir. Ja. Ich dachte ja, das größte Laufhaus der Welt ist das Artemis. Nee. Ich denke jetzt Josef Bio. Sehr lecker, aber was für Sachen, die dich versorgt. Ja, mega. Wo hattest du den Oktopus her?
Den Oktopus, den hatte ich von der Metro, von der frischen Fischtheke. Das ist sehr interessant. Nämlich das einzige Mal, wo ich ihn in Berlin gesehen habe, war mit dem Bruder B in der Metro. Ja, yeah, genau. Da musst du wirklich so, oder es gibt auch Fischfachverkäufer, die dir Hotels und so Restaurants, gute Restaurants beliefern haben. Weißt du, was wir tun? Als Otto Normalverbraucher Oktopus essen willst, Metro, ganz klar. Also für Fisch generell sehr empfehlenswert. Alles, was aus dem Meer kommt, Metro ist immer eine gute Adresse. Da kannst du eigentlich sicher sein, dass du nicht mit der Fischvergiftung im Krankenhaus landest. Fast sicher, sage ich mal. Ja. Ich würde immer trotzdem kontrollieren, aber bei uns hier, ich hatte schon ein paar Erlebnisse. Ich sag ja, wo hast du denn gekauft? Im Laden? Ja. Wochenmarkt, was mit Wochenmarkt? Wochenmarkt? Weil da kaufe ich auch gerne Fisch ein. Sowas, wir haben diese Wochenmarktkultur nicht so sehr. Nee, nicht so sehr. Also es gibt Maybachufer dienstags, freitags, da ist hier bekannt, da kriegst du sehr, sehr günstig Gemüse und so weiter. Da ist halt immer, vor allem bei uns Kanaken, sehr beliebt. Aber es gibt halt so türkische Geschäfte und so, weißt du, die sich auf Fisch spezialisiert haben. So kann ich nicht weiterempfehlen. Metro ist schon bessere Adresse. Der Bruder, der hat Dings, ich weiß nicht, diesen Trick halt, habe ich auch zum ersten Mal erfahren, hat einfach die Kiemen rausgerissen, damit man nicht merkt, dass das Vieh stinkt. Ich habe ihn gefragt, Bruder, wolltest du uns umbringen oder was? Sehr kreativ, der Bruder. Wirklich. Und ich stehe neben ihm und er erzählt das auch noch seinem Partner. Weil ich den Fisch zurückbringe und sage, der stinkt. Und dann denkt er, weil er denkt, ich kann kein Türkisch, aber dann kann ich leider Türkisch. Und dann habe ich ihn dabei erwischt, wie er das erzählt mit den Kiemen. Aber die Kiemen zieht er ja raus, damit du nicht erkennst, wie frisch der Fisch ist. Ja, auch. Ja, weil daran erkennst du, umso schön dunkelrot das ist, umso frischer ist er. Und wenn er verblasst, dann weißt du, der Fisch kann nichts. Weil das Ding ist, Mamas Seite von mir kommt aus Nordiran. Nordiran. Das sind Fischexperten, so, ja. Also wir haben jeden Trick seit der Kindheit raus. Erstens Kopfriechen, Kiemen kontrollieren, danach Drucktest. Ja, wenn du beim Fisch raufdrückst und es kommt wieder hoch, dann ist er frisch. Wenn er drinnen bleibt, ist er alt. Stark. Ja? Onkel B ist voll in der Materie. Er weiß alle drinnen. Ja, voll drinnen. Mich kann er nicht verarschen, der Arsch. Jungs, was ist mit der Mythe mit den Augen? Mir wurde mal beigebracht, von klein auf soll auf die Augen gucken bei den Fischen. Ja, je weiter sie rausgucken, desto frischer der Fisch. Ja. Wir haben immer damals da auch so im Bornmarkt, das war eine Marktkultur, wir haben immer reingeguckt. Da ist mein Bruder in das Barschbecken gefallen. Oh. Da haben wir aber jedes Wochenende Fisch umsonst bekommen. Stark. Ja, nicht schlecht. Bruder, weißt du, warum er Thunfisch heißt? B weiß es. Ja, ich halte mich raus, ich kenne den Witz. Ist ein Araber durchs Meer geschwommen, hat ihn Fisch gebissen. Was zu Thunfisch? Da hast du. Ja. Schneiden wir raus, aber kennt jeder schon. Eigentlich der hier. Wie kam das denn eigentlich zustande, Bruder, deine Liebe für das Kochen? Weil ich kenne es von mir selbst. Ich bin ja derjenige, wir sind ja so die Kanaken mit Bart und Glatze und ein paar Leute haben Angst alleine, weil wir so aussehen, wie wir aussehen. Mhm. Und dann heißt es ja Patriarchat. Also zu Hause kocht immer die Frau. Der Mann erzählt immer, wie es sein soll. 7 Meter dahinter laufen und so. Ich bin jeden Tag bei uns in der Küche. Ich sage auch, ich merke das ja auch an meiner Community. Es gibt noch viel, viel mehr Chababs da draußen, die auch kochen. Aber wir sind selber schuld daran. Und das finde ich auch das Traurige, so, dass wir Kennex es zugelassen haben, dass wir so als so einen krassen Patriarch dargestellt werden. Weißt du, wie ich meine? So, wo ist das ein Problem, wenn du sagst, ey, ich koche auch mal zu Hause? Was ist das? Ja, aber den Schuh tun sich ganz viele schwer anzuziehen. Verstehst du, wie ich meine? Ich mach's auch gerne und ich habe da auch Spaß dran und es freut mich so, mein Gegenüber ein schönes Lächeln zu zaubern und man sitzt sich hin, man tut das Essen genießen. Das ist wunderbar. Und perfekt. Da, erstmal Pauschal. Ja. Das ist es so, weißt du, ich meine, das finde ich so traurig, dass wir das so weit gekommen lassen haben. Wir spielen ja lieber so mehr den Coolen, als auch mal so vielleicht so eine andere Seite von uns zu zeigen. Und ich koche wirklich so ich bin mit 17 relativ früh ausgezogen, ja, und habe 2 Jahre Junkfood gegessen, ich konnte nicht nach Hause, ich hatte da politische Spannungen gehabt, so bei mir in meinem Elternhaus. Und da musste ich wollte so die Geschmäcker wieder von zu Hause schmecken und die Gerüche, und da habe ich gesagt, ich muss anfangen zu kochen. Und so kam das, ja. So kam das. Ja, also ich bin auch mit allen möglichen Leuten aufgewachsen, auch mit arabischen Leuten, auch größere Familien und so. Der Vater macht vorne Tum, ist normal. Also auch bei uns zum Beispiel, meistens bei uns, iranischen Familien, kann ich bestätigen, hat auch die Frau die Hosen an. Bei uns hat die Mutter, die wird nicht vom Vater unterdrückt. Also sowas, ich weiß nicht, die Leute haben sich so ihre Filme zusammengebaut, aber sie haben vor allem eine Schublade gebaut und da packen sie alle rein. Ich würd da kurz eingreifen. In der Küche, schau mal, tun sich unsere Mütter und Schwestern sehr schwer, uns reinzulassen.
ja, ich sag mal, jetzt so Mittelmeer-Community. Weißt du, wenn du so als Kerl in die Küche kommst, hey, geh raus, du machst alles dreckig, nein, du darfst nicht kochen, ich mach das schon für dich, bloß nichts dreckig machen. Das ist das Problem. Und da appelliere ich auch so an die ganzen Banettes, ja, die ganzen Damen so der Kennex-Community, so, hey, wenn der Ehemann oder dein Bruder oder der Sohnemann in die Küche rein will, will was kochen, lass ihn. Ist ja besser, als wenn er irgendwo im Café sitzt, weißt du, wie ich meine, oder in irgendeiner Spielo oder in irgendeinem Park. Hey, sei doch froh. Der will rein in die Küche. Ja. Geh mit den rein, so, greif ihn zur Hand. Genau, so. Digga, kein Diss an die Frauenquote, aber die meisten Chefs auf der Welt sind Männer. Ja. Das ist so. Die meisten Sterneköche sind Männer. Die können ja auch Chef sein. Weißt du, wie ich meine? Wichtig ist es aber nicht so diktatorisch sein. Na klar, ich meine Chef im englischen Stil, also Koch. Ach so, ja. Weißt du so? Chefkoch. Also, wie ist das im Iranischen? Das sage ich auch fast in jedem Interview. Im Iranischen das Wort Koch oder Köchin? Mhm. Was ist das? Maskulin oder feminin? Das ist sogar, ich glaube, das ist bei uns ist das sogar neutral. Ja? Oshpaz. Mhm. Würde ich mal behaupten. Ich höre da nichts raus vom männlich-weiblich. Mhm. Das ist eigentlich nur wirklich Koch im traditionellen Sinne, kannst du auf beide übertragen. Ah, okay. Wieso bei euch? Bei uns ist das der Koch. Der Koch. Also Tabach. Ja. Warum fragst du? Weil oft, wenn ich da so frage und ich so unterschiedliche Nationen kennenlerne, frage ich immer diese Frage und meistens ist das immer ein maskuliner Artikel. Das kann tatsächlich sein. Ja, auf jeden Fall. Daher. So, wenn du jetzt nochmal drauf zurückkommst. Ja, aber Bruder, Chef. Die Insel ist weiblich. Ist was Schönes, oder? Ich gehe gerne auf einer Insel Urlaub machen. Es gibt männliche Artikel, weibliche. Ich bin nicht so der Mensch, so der das sich so anregt. Ich finde das gerade mega bedenklich, die ganze Zeit, dieser Hype dann über diese Sprache. Und fand es auch letztens bedenklich, als sie meinten, die Taliban und Talibaninnen. Und ja, wirklich, real talk, ich denke so, wir sind gerade in der Zeit, wir haben viel, viel andere, wichtigere Probleme, als über so einen Scheiß und drüber zu diskutieren. Weißt du, wie ich meine? So. Schön gesagt, Charo. Ich wollte aber, so, ich bin, lass uns auch so dieses Thema abschließen, so darüber. Es gibt viel schönere und tollere Themen und wichtigere Themen, als wie über so der, die, das oder so. Absolut. Ich wollte es nochmal ergänzen. Ich denke mir, jede Kultur hat irgendwie eine große Kochkultur. Es ist halt das Ritual, darauf wird gearbeitet, abends oder über die Mahlzeit ernähren, überleben. Und ich denke mir, es ist nur die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich eher zurückgegangen durch viel Arbeit, mehr Arbeiten und halt auch Industrie. Aber ich denke mir, überall war das halt damals das Bild am Festtagen und so. Das Ritual hat meistens mit einem Gericht zu tun. Schau mal, die Küche ist ein Ort, wo interkulturelle Kulturen aufeinandertreffen können, ja, und das Ganze nicht bedrohlich wirkt. Weißt du, wie ich meine? Sondern dann wird das erstmal so richtig aufregend und spannend. Weißt du, wie ich meine? Ich bin auch nur beim Shawarma-Laden entspannt, wenn Araber vor mir mit dem Messer steht. Das finde ich, aber das ist das, was mir auffällt. Weißt du, wie ich meine? So, du kannst wirklich jede Kultur, jede Richtung in die Küche packen. Es wirkt nicht bedrohlich, sondern es ist aufregend und spannend. Ja. Was kommt dabei raus? Und wir haben auch mal wieder nicht nur Parallelen, die geheim bleiben. Ich habe auch entdeckt, unser geliebter Sponsor ist ja Matthias Clemens von Check Plus. Mal wie immer 1000 Grüße an den Bruder. Ja. Und ich liebe auch diese Protein-Wraps. Da kommt auch B wieder ins Spiel, weil B ist Mr. Pizza. Er ist Master Splinter, obwohl er keine Ratte ist, aber er ist Master Splinter. Und immer Pizza. Und ich liebe auch Pizza, war aber ein Fauler und man kann nicht immer zum Italiener. TK mag ich nicht. Aber jetzt diese Wraps von diese Protein-Wraps. Kleine Pfanne, ein bisschen Olivenöl, Käse, alles rauf. Es schmeckt wie frische Pizza. Es ist schon so einfach, dass es man sich schämen müsste, aber raus. Es ist so lecker. Das ist geil. Ja, genau. Und du hast mir jetzt den Endtrick erklärt. Vorher knicken, dann verkleben sie nicht. Genau, ein paar Mal knicken immer und dann verkleben sie nicht. Genau. Aber du kannst auch mit den Wraps tolle Lahmacuns machen, tolle Köfte. Da gibt es auch tolle Videos, da gibt es so einen guten Channel auf YouTube. Ganz lecker. Ja, genau. Verbindet die Leute auch, merkst du? Absolut. So, man verbindet sich sogar, du kommst aus einer anderen Welt auch noch, nicht nur Kochen, sondern auch Straße. Du hast gesessen, jeder weiß das. Mhm. Und im Knast, da verbindet es auch, das Essen machen miteinander alles. Viel. Ne? Also Essen verbindet uns alle. Wir müssen alle essen. Das ist wir haben alle Hunger, wir müssen alle essen. Egal wie, wer was wo denkt. Ja, wir haben alle Hunger, wir müssen alle essen. Und das absolut verbindet, gar keine Frage. Das ist so diese eine Gemeinsamkeit, egal welche Hautfarbe du hast, am Ende hast du Hunger. Genau. Weißt du? Und dann setzt du dich zusammen in die Küche. Ja, und wenn du Hunger hast, fertig. Und ich sag mal so, der Nazi hat Hunger im Knast, ja, und er hat sein Geld für Tabak ausgegeben. Dann muss er sich auch irgendwie mit den
Kanaken anfreunden. Weißt du, wie ich meine? Genau die, so ist eine Thunfischdose über haben. Weißt immer du? Bei Beefs und, im Hood, immer danach Baklava gegessen. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. So, es gibt auch viele, einige, so, die, wo durchs Essen, wo die sich näher kommen und dann auf einmal anders denken. Das ist so wunderbar, ist schön. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber wie war es denn bei dir jetzt? Du hattest Zwist zu Hause ein bisschen, dann hast du angefangen, die traditionellen Sachen so nachzukochen, weil ja. du das vermisst hast. Ne? Ja, genau. Aber dann bist du relativ spät auf den Trichter gekommen. Ich dachte, das wäre vielleicht so eine Kindheitssache bei dir gewesen. Nee. So mit 19 fing das Ganze an. Ich darf es aber nicht vergessen, ich bin jetzt mittlerweile 37. Ne? Mhm. Ja, aber trotzdem, man denkt vielleicht, der Bruder hat vielleicht als Kind schon irgendwo, weil ich sagte, ich habe als Kind in der Schule schon damals Kochwettbewerb. Nee, Hauswirtschaft, Hauswirtschaft in der Schule habe ich mich immer vorgestreut und noch bei anderen Fächern. Ja. Aber ich sag mal so, wenn meine Mutter zu Hause gekocht hat, fand ich das immer aufregend ja, und spannend und war als kleiner Junge dann immer so in der Küche und habe meine Mutter über die Schulter geschaut oder so am Kochfeld oder was macht sie da. Ja. Und so habe ich das auch später. Aber dann, sie hat dich nicht rausgeschickt? Nee, sie hat mich nicht rausgeschickt. So, das ist gut. Weil ich durfte ja nur zugucken. Aber wenn es anfing, so darf ich mal machen? Nee. Okay, nicht. Jetzt wo du da bist, bevor ich es vergesse. Bitte. Wichtigste Sache von allen. Jetzt kommt's. Arabische Emulsion, Bruder. Arabische was? Emulsion. Jetzt hau raus. Turm. Ja, yeah. Warum wird das 5 von 10 Mal bei mir flüssig? Ich krieg die Krise. Wie machst du das? Welche Art? Nur mit Öl? Das ist es. Ich, auf gar keinen Fall darf Käse rein oder Ei bei mir. Deswegen nur Öl, Zitrone und Salz. Boah, und das also ist schwierig, das fällt öfters auseinander. Du musst dein Öl ganz langsam hinzufügen. Mache ich in Zeitlupe. Ganz minimal, in ganz wirklich rein tröpfeln lassen. Mache ich, glaube mir. Okay, dann gibt es ein Gadget. Es gibt ein Gadget, ohne Witz, da kannst du perfekte Tum machen. Nur auf Ölbasis. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das suche ich dir später raus. Das gibt es, glaube ich, bei Alibaba oder bei Amazon. Aha. Das ist so ein Ding, wie so ein Mixer. Da kommt oben Öl rein, ne, und unten kannst du drehen und du hältst gedrückt und dann tröpfelt der Öl immer rein und du musst drehen. Weißt du, wie ich meine? Und du das klappt jedes Mal. Klappt jedes Mal. Ja, Gott sei Dank, du hast meinen Arsch gerettet. Was ist Tool, ihr Lieben? Ich erklär dir. Du weißt doch, wenn du bei City Chicken oder bei hier Hühnerhaus und so, du isst ein halbes Hähnchen. Bei Arabern ist so eine weiße, so wie Mayonnaise daneben, so, also so, nicht so als Dip. Das ist auch in Shawarma drin oder Falafel und keine Ahnung was. Ja? Aioli, also Aioli, einfach Aioli. Ja, okay. Aber ich nehme eigentlich die Frischkäse-Variante, die ist mir lieber. Nein, Bruder, hör doch, auf, Alter. Boah, du bist ja einer von den ganz harten, ja, ne? So direkt Knoblauchgeruch, so die ganze Straße, sein, 3 Tage lang. Ne? Drei so eine Knolle müssen schon. Sag, Kopf auch, Kopfessen, Schafskopf? Ja klar, alles, also so an Innereien habe ich kein Problem, ziehe ich dir so weg. Ich liebe es auch, Zunge. Ja. Zunge ist geil, Zunge ist geil. Was mit Hoden? Habe ich noch nicht probiert. Wahrscheinlich, ich denke, Hackfleisch 100 Mal gegessen. Aber überall nicht nur probiert. Nicht beim Essen, sagst du. Hoden, ja, aber ich würde es essen. Interessant. Ist nice, wirklich. Ja. Schön, du hättest mal Schafskopf Steiger geben müssen. Da hätte er mehr Gehirn im Bauch gehabt als im Kopf. Aber Zunge liebe ich echt wirklich. Liebe ich total. Und aber halt alle sagen... Aber Kopf ist auch gefährlich, ne? Das wollte ich sagen. Frische. Immer den Kopf riechen, bevor du den kaufst, Bruder. Ja, safe. Alter, safe, da kannst du dich auch mies vergiften. Alter. Aber da wird ja auch lange gekocht. Ne? Sehr lange. Ja, bei uns den ganzen Tag. Ja, so 6 Stunden bräuchte der. Bei uns den ganzen Tag wirklich. Ja? Ja, 20 ist nicht ungewöhnlich. Da war das ein Dickkopf oder Dickkopf. Ein Sturkopf. Ja, auf jeden Fall. Der wird schön weich dann aber. Habt ihr mal Wachteln gegessen? Wachteln, ja klar. Ja. Aber da ist doch kaum was dran. Sind ja, lecker, aber... Dekadent, aber lecker. Das ist wie Krebs, weißt du? Ist auch sehr lecker, aber da die ganze Arbeit, das Fleisch rauszuholen. Ja. Dann hol mir lieber einen Gockel, weißt du? Habe ich mehr Spaß dran. Ich war so enttäuscht, Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, der Einzige, der nicht dabei war, war B beim Bling-Bling-Video damals. So ein Video aus den 2000ern. Da hatten wir Hummer. Und dann, als ich dann serviert worden, man ist dann mega enttäuscht, als so ein Arzt... Weil da nichts rauskommt. Genauso wenig drin, ja. Langusten. Darauf musst du zurückgreifen. Langusten sind brutal. Da hole ich mir mittlerweile mega gerne die Bio, weil die sind immer orange und nicht rosa und schmecken Bio, viel besser. Da legst du aber ordentlich was hin auf den Tisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also schmeißt den Kaviar auf die Straße, dass der Mob drauf ausrutscht. Sehr gut. Digga, aber korrigier mich mal, wenn ich falsch liege. Wenn du orangene Scampis kaufst, die sind vorgekocht. Orangen meistens, ja. Der hat B's falsch verstanden. Die sind alle grau, wenn du die kaufst. Aber die TK, die billigen vom Asiaten, bleiben rosa, Baby. Und die Bio werden orange und schmecken viel intensiver. Ja. Na gut, also gute Ernährung, gute Qualität hat seinen Preis. Absolut. Wirst du bestätigen. Ist auch wichtig, wenn manche sagen, boah, das ist so krass teuer, so heftig. Genau, ist so krass teuer. Früher, guck mal, ihr seid jetzt auch Urgesteine, ja? Früher gab es auch nur 1-2 Mal die Woche Fleisch.
Jetzt gehst du raus, hast du Zuschauer am Morgen, mittags hast du einen Döner, abends hast du einen Schichtkebab, weißt du, wie ich meine? Und abends machst du nochmal ein Mortadella-Brötchen und dann gehst du, legst du dich schlafen. Weißt du, früher war es nicht so. Also so kann ich mich dran, in meiner Kindheit gab es vielleicht 2-3 Mal die Woche, vielleicht maximal 3 Mal, wirklich, alles gut. Und wenn manche sagen, das ist zu teuer, umändern die Nahrung. Es gibt wunderbar Hülsenfrüchte, Fuhl, Fatte. Geil, meiner ich. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie holst du dir an den Vegan-Tag deine Proteine? Ist immer für mich eine wichtige Frage. Hauptsächlich nur Hülsenfrüchte. Hauptsächlich nur Hülsenfrüchte. Ich muss ja auch sagen, es ist jetzt nicht ganz komplett vegan. Ich esse Eier auch sehr viel an diesem veganen Tag. Das ist also eher ein vegetarischer Tag. Aber wichtig ist, dass ich darauf achte, kein Fleisch. Eier, das Ei ist wohl das nährreichste Lebensmittel auf der Welt. Ei ist das Beste, auch von der Protein-Bio-Verwertigkeit ist Ei sehr weit oben. Aber ich jeder kriegt seine Eier selber. Bitte? Ich habe andere Sachen gehört. Was denn? Das Ei an und für sich, ich war selber auch sehr harter Ei-Frühstücker. Mm. Und ich muss dazu sagen... Du hast das Mythos mit dem Cholesterin. Nein. So. Der Mythos mit dem Cholesterin ist wahr. Aber das geht um oxidiertes Cholesterin. Aber das ist jetzt Nerd-Talk. Also in dem Augenblick, wenn Dings den Cholesterin jetzt anfängt, mit Sauerstoff sich zu verbinden, dann hast du wirklich Probleme. Also beim Eigelb. Mm. Deswegen ist das gesündeste Ei das gekochte Ei. Aber es wird eine Menge unnötiges Wasser in den Magen gepumpt und so weiter. Es wurden sehr viele Studien gemacht. Das Ei ist nicht so gesund, wie man eigentlich erzählt hat. Hat mich leider auch davon abgebracht, weil ich war so dieser Ei-Frühstücker, dieser typische jeden Morgen Ei, weißt du so. Ich brauche morgens wirklich die Eier. Ich habe auch mein Dings hier radikal geändert. Ich war 8 Monate komplett vegan. Dann habe ich 3,5 Jahre lang gar kein Fleisch gegessen. Jetzt esse ich wieder ab und zu. Mhm. Aber so wie du sagst, muss schon Bio und hohe Qualität sein. Sonst kommt das bei mir nicht in die Pfanne. Ja. Aber draußen Döner, Möner, siehst du mich nie wieder. Mhm. So, und diese Geschichten, da habe ich natürlich auch viel mich auseinandergesetzt. Da musst du auf jeden Fall bei Sirai vorbeischauen. Orient trifft vegan. Ehrlich, die hat so geile, krasse orientalische Rezepte, alles auf Veganbasis. Wo ist der Laden? Geil. Nee, das ist kein Laden, das ist eine Dame, die hat ihr Social Media, die hat auch ein Buch rausgebracht, jetzt macht sie auch ihr zweites Release und sie wirklich Top-Frau. Ja, das ist Top-Content, wirklich Top-Content. Das werde ich 100% abchecken, aber sag mal bitte, wie das genau, weil... Orient trifft vegan. Orient trifft vegan. Das okay, check das mal ab, Leute. Ja, Mann, die Orient liebe Serie. Ja, geil auf jeden Fall. Das Ding ist, ich muss dazu sagen, diese ganze Ernährungsspaß, das war jetzt auch nicht alles nur, weil ich mich super krass dafür interessiert habe. Meine Gesundheit war abgefuckt. Also ich war an einem Punkt angekommen, wo ich vom Boden aufgehoben werden musste. Also so Endstufe einfach. Game war fast jetzt over. Jetzt wird's interessant, okay. So, weißt du, also wirklich, also schlimmer ging's kaum noch. Und ab dem Zeitpunkt musste ich einfach gucken, was mache ich hier falsch in meinem Leben. Und dann kam raus, auf jeden Fall durch viel probieren, weglassen, machen und tun, dass vor allem das Industriefleisch mich gefickt hat, Bruder. Und das war halt dieses ganze Antibiotikum und Tiermehl und keine Ahnung, was auch immer die mit diesen armen Tieren machen. Es kam genauso, was die denen angetan haben, kam in meinen Körper rein. Irgendwie. Ja? Genau so ist das. Und so kam ich dann an einen Punkt, wo ich Anfang 30 war und mich gefühlt habe, als wäre ich 78. Mhm. Komplett Leben vorbei. Kein Sport, kein gar nichts. Schmerzen, was, Schlafen. Was waren denn die Beschwerden? So, 4 Monate am Stück. Krank sein war bei mir nichts Ungewöhnliches. Er kennt diese Zeiten. Ja? Niederschmerzen, Nasennebenhöhlen, chronisch, Eiter, Hals, Husten. Eine normale Krankheit ging 3 Monate ohne Pause. Ich hatte echt Angst. Ich wusste immer erst. Also Ernährung ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und, Gelenke auch, aber hast du recht. Ja, ja. Ernährung ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Du bist letztendlich das, was du isst. Ja? Und wenn das immer billig, ja, immer auf den Preis achten, irgendwann mal kriegst du die Quittung dafür. Ja. Das kann nicht gut gehen, weißt du, wie ich meine? Und wenn das Fleisch, Hühnchenbrust so schon bläulich aussieht und richtig vollgepumpt, du kommst nach Hause, sieht immer noch blau aus, du knallst das in die Pfanne und dann ist auch so dem dicken Brust, weißt du, wie ich mal, nur noch so ein Ministück. Ja. Weißt du, kannst du davon ausgehen, was da nur gepuncht und nur gepuncht wurde. Ne? Hat mein Vater schon damals mit meinem Onkel immer gezeigt, in der Pfanne halt das Industriefleisch, das dann fast zu 60% manchmal schrumpft. Ja, mein Onkel war Jäger, die haben da halt wirklich immer frisch geschossen, frisch geschlachtet, sind Welten auseinander. Ja, absolut. Und halt, der war halt auch mega der Umwelt positiv eingestellt, aber ganz krass gegen Industrie. Deswegen meinte ich vorhin auch in dem Schlachthaus, war ja voll das Extrembeispiel dann für Fleischkonsum. Ja, ja, das war ein Schock für mich. Ja. Das war wirklich so ein Schock, so das zu sehen, zu riechen, zu spüren, zu fühlen. Ja.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ich kann jedem da draußen nur empfehlen, sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen, vor allem wenn körperliche Beschwerden oder so da sind. Auch für die Psyche, auch, weißt du, es ist echt sehr, sehr wichtig. Mir hat das mein Leben verändert, wirklich mein Leben verändert. Jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so radikal. Wie gesagt, ab und zu mal ein bisschen Fleisch, aber nie wieder dieses so von Aldi, Lidl und so. Ja, das hat auch mich zerstört. Eier darfst du auch nicht aus dem Discount kaufen, auch wenn da Bio Boden draufsteht. Du, ne? Ja. Bitte? Bodenhaltung meinst du? Ja, egal, auch egal, wenn da Bio draufsteht, hol die nicht aus dem Supermarkt oder aus dem Discount. Geh wirklich zum Wochenmarkt, noch besser direkt zum Bauern, hol dir da die Eier. Und ich kann mich da nur mega meinem Partner anschließen. Das ist total wichtig, ich glaube, ich habe es schon oft wiederholt, was er sagt auch, dass es ihm danach körperlich besser ging, auch bei psychischen Sachen. Es wird nicht erwähnt, es ist ganz wichtig, dass alle Spurenelemente, Vitamine, Gemüse, viel Wasser, das macht die schwächere Depression fast schon manchmal weg. Das kann ich jedem empfehlen. Die Leute können das auch jetzt, alle, die jetzt zuhören, ne? Die können ja auch selber so ein Selbstexperiment machen, ja. Die wissen gerade ihren aktuellen Stand, wie die sich fühlen, ja. Oder ernähr dich jetzt nochmal 2 Wochen lang komplett nur mit Fleisch, feier mal richtig schön Geburtstag auf Fleisch und dann ernähr dich mal 1 Woche vegan oder 2 Wochen vegan und dann kannst du abwiegen. Was ist gut? Ich finde, man sollte ein gesundes Maß finden, ja. Nicht das verteufeln, nicht jenes verteufeln, sondern jeder wird da irgendwo sein Recht haben und wenn man daraus für sich selber so das sieht, was man braucht, ja, und jeder Mensch ist auch individuell, der eine macht mehr Sport, der andere hat eine körperliche harte Arbeit, der andere bewegt sich nicht so viel, musst du für dich anpassen, da eine gute Mischung finden und dann bist du auf einem guten Weg. Absolut, hast du sehr gut gesagt, Bruder. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal sagen, was mein Fazit war bei dieser ganzen Nummer, nach dieser jahrelangen Recherche. Ich bin auch auf deiner Seite so ein bisschen mehr oder weniger, ich sage einfach so natürlich, wie es geht. Versucht euch so natürlich wie möglich zu ernähren, würde natürlich dann auch ein bisschen ins Geld gehen, ist selbstverständlich klar. Weil wenn du dir anguckst, normalerweise ein Veganer bist du auch, wenn du jeden Tag Pommes frisst und Cola trinkst. Also allein vegan, sagt das schon aus? Ja? Also eine ausgewogene Ernährung mit vielen verschiedenen Bestandteilen, so frisches natürlich, wie es geht. Frisches Gemüse, natürlich, genau. Lauf mal auf den Wochenmarkt, greif mal in die frische Theke rein, genau, so ist das. Absolut. Und dieser Bio-Trend, bitte. Ich bin da stark, dass du was auch machst, ehrlich. Ja, das hat mich jetzt gerade richtig überrascht. Das ist so mein Nebenbei-Hobby. Was auch... drauf, bitte achten, nicht diesen Biotrend madig zu reden, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man so wenig wie möglich Pestizide, Herbizide und Fungizide und so weiter zu sich nimmt und auch wenn man da keine 100%ige Garantie hat, hat man wenigstens viel mehr höhere Chancen, an diesem Schwachsinn sich vorbeizuschlängeln, als wenn man jetzt einfach nur Industriestuff kauft, auch im Obst- und Gemüsebereich. Das ist ein sehr großes gesundheitliches Problem, was sehr, sehr selten besprochen wird in der Öffentlichkeit. Ja. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Gib mal bitte einen Applaus von mir. Dankeschön. Ich küsse doch deine Augen. Total wichtig. Ja. Da sind wir auf jeden Fall. Die Experten hier machen Nerd-Talk über Essen. Ja, Mann. Wer hätte das gedacht? 3 Glatzen, eine Mahlzeit. Aber wir reden sowieso in den letzten Jahren viel öfter als früher bei Ernährung. Habt ihr letztens auch den Screenshot von meinem Kumpel gezeigt, der sagt, kann es für Menschen gut sein, wo sich der eine da abdeckt, weil er das Obst mit Pestiziden besprüht. Es ist schon alt, dass man öfter drüber redet, auch in meinen Kreisen. Also Katastrophe wirklich, Bruder. Katastrophe. Da müssen wir auf jeden Fall, aus der Nummer müssen wir raus. Ja. Mal was anderes, Bruder. Du hast mir gerade erzählt, dass du mehr tiefer in diesem ganzen Hip-Hop- und Musik-Game drin warst, als ich es eigentlich gewusst habe. Weil wenn du Gladbeck sagst, in dem Augenblick fällt mir als erstes Fahrt ein immer. Der hat das so Snagger auf die Karte gebracht. Pillard, ja. Snagger Pillard, ja, habt ihr im Nachhinein auch gesagt. Wusste ich nicht, dass die auch aus Gladbeck waren. Ich wusste Ruhrpott. Aber du warst wirklich auch involviert, richtig? Ja, ne? Genau, erzähl doch mal ganz kurz, Bruder. Richtig. Also Fahrt und ich sind gemeinsam aufgewachsen, ja, gleiche Stadt. Eltern hatten irgendwann mal eine Strebergartenkolonie und man kannte sich so als kleine Bengels. Irgendwann wird man erwachsen und größer, jeder geht so seinen Weg, macht sein Ding. Und da hat sich Fahrt krass entwickelt, wirklich krass am Freestyle, immer auf jeden Hip-Hop-Event oder auf jeden Stadtfest auch immer am Battle und am Rappen. Ja, und so kam irgendwann mal das ein zum anderen. Fahrt fing an zu rappen, ich habe gesagt, ich habe Bock auf Merchandise, ich will dies und das jenes machen, wir haben Pläne, Visionen und so haben wir uns zusammengetan. Das war so 2007, 2008, das Ganze ging bis 2012, Ende 2012, kurz bevor ich abgeholt worden bin. Ja, und wir hatten wirklich eine schöne, tolle Zeit gehabt. Robert Illegal. Stark auf jeden Fall. Also du warst so die Anfangszeiten von Fahrt, hast du ihn begleitet, ja, war der genau, Geschäftspartner. Genau, hast richtig. Du alles miterlebt. Ja, quasi, genau, ja? Richtig. Hattest ja. du selber Bezüge überhaupt zu Hip-Hop? Ja, Musik? safe. Ich bin mit diesem Hip-Hop groß geworden, Ice Cube, DMX, ja. Und natürlich Tupac, Snoop Dogg, alles gut? Ja, alles gut. Ich suche nur die Wasserflasche. Erzähl ruhig.
Ja, bis irgendwann mal dann auch so Deutschrap nach Deutschland oder so Deutschrap ankam in Deutschland. Ja, so die ersten Zeiten, Kool Savage und so, ne? Und die Sekte, später Agro. Und das war einfach so, einfach mein Ding so. Da fühlt man sich wieder, ne? Eins muss ich nur sagen, ich find's traurig so. Früher war wirklich so Deutschrap, ich hab's gerne gehört, weil die auch so ein bisschen so aus der Seele gesprochen haben. Ja, ich sag mal so soziale Schicht, hast deine Schwierigkeiten, hast deine Probleme, da hast du diese Rap-Musik gehört. Wow, die fühlen das Gleiche, die sind auch so einer von uns. Und ich finde so die heutige Entwicklung, und ihr seid jetzt auch so zwei Hip-Hop-Urgesteine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so die heutige Entwicklung, so den Inhalt der Texte, des Raps, so, weiß ich nicht, kann ich sehr, sehr schwer fühlen. Und ich finde so, das gibt auch keinen mehr so einen richtigen Halt. Ich will Halt, ich will jetzt auch nicht so alles so über einen Kamm scheren, sondern so wirklich so der größtenteils so. Das macht so, finde ich, so die Jugend und das Selbstbild von einem kaputt. So nehme ich das wahr. Und das finde ich traurig so. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen sage ich so, mache ich auch Beast Kitchen, um auch mal so versuchen so zu zeigen, ey, wir können das auch vielleicht mal anders versuchen. Weißt du, wie ich meine? So wieder back to the roots, so zurück zu den Wurzeln. Und ich bemerke auch so, es kommt langsam so wieder so ein Wandel, wo die Leute sagen, ey, so, wir müssen doch nicht die und die Labels und die Markenklamotten erwähnen. Und ja, das ist es. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bürgermeister, schießt los. Also der Oberflächlichkeitstrend halt. Das ist ein bekanntes Problem, ja. Schließe ich mich total an, ja. Es ist auch immer auch halt ein Dilemma. Halt, wir haben uns auch mit Statussymbolen gebrüstet, aber mittlerweile ist es nur noch wie Werbung. Auch ganz wichtig, diese neuen Rapper, auch gerade mit so einem Spinner, an den ich rangeraten bin, El Guni, der hat mich Twin und so als alte weiße Männer bezeichnet, schon sehr spooky, aber der sagt auch, dass Rap gar nicht um Inhalt geht und so, und die halt, wie, Rap der hat gesagt, dass bei Rap Inhalt gar nichts zu sagen hat. Und es sind ganz viele Aussagen. Na klar, man muss auch denken, die alte Generation hat auch bei uns manchmal den Kopf geschüttelt, aber ich habe dann auf jeden Fall die Attitüde wie du, dass mir zum Teil da fehlt. Es gibt auch ein paar neue Leute, die ich sehr stabil finde, aber vom Gesamtbild ist es dann doch eher, würde ich dann eher unterzeichnen, genau, was du gesagt hast. So Rap war ja auch schon immer so, auch so sag ich mal, auch in den Staaten. Weißt du, wie ich meine? Das war ja das Sprachrohr, so sag ich mal, für unsere Probleme, für die Ghettos. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und wir leben ja gerade auch so wirklich in einer schwierigen Zeit, so, weißt du, wie ich meine? Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer armer, weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem durch diese Musik, sag ich mal, was gerade so auf dem Markt gespielt wird, die armen Leute versuchen nach diesem reichen Extrem zu greifen, aber das ist aussichtslos, weißt du, wie ich meine? Versuch so durch deinen Inhalt so die Leute zu pushen, zu motivieren, genau. Weißt du, wie ich meine? Zu zeigen, es gibt auch andere Wege, du musst nicht hier Balenciaga oder Gucci Fucci hinterher eifern, so, weißt du, wie ich meine? So, versuch so morgens aufzustehen und auch so diese kritischen Themen, sag ich mal, auch Sido, guck mal, hat das Bombe gemacht, weißt du, wie ich meine, seine Storytelling-Musik, Schlechtes Vorbild zum Beispiel, oder Straßenjunge, weißt du, wie ich meine, der hat da drüber gerappt, weißt du, aber... Bergab. Bitte? Bergab, ganz viele Marken. Bergab, verstehst du, wie ich meine, aber auch so, um das so mitzuteilen und zu verdeutlichen, ey, da ist gerade so ein Problem, wir sollten da mal da drauf schauen, verstehst du, wie ich meine, und das feiere ich. Stimmt. Und das fehlt mir, finde ich, so, weißt du, und ich... hoffe es oder wünsche es mir so, dass viele jetzt so auch so mal drüber nachdenken und checken langsam, dass sie sich mehr zum Witz machen. Weißt du, wie ich meine? Wenn die sich immer wieder mit Balenciaga und Gucci so... Das stimmt, Wettbewerbe in Drogen konsumieren, wa? Also was diese neue Generation hat, ich war mit diesen Negativ-OG eingeladen bei Universal, dann haben die den gesperrt, den Podcast. Ich wollte den jungen Mann nicht die Maske nehmen, aber musste ihn halt schon manchmal auch sagen, dass es kein reines Kokain gibt oder so. Und dann auch von der Attitüde, ja, der ist nicht real, der nimmt keine Xanax, und dachte ich, oh, krass, das hat krass. Nichts mit Real zu tun. Und auch, was mir halt fehlt, was zum Beispiel mein Partner fehlt, die Produktion hatte, ich in meinen auch zum Teil Knowledge, sagen wir einfach Wissen, wo der Zuhörer auch zehrt mit einer Power, die er bekommt, durch Verständnis, klar, bei so Straßenberichten wie von Sido, aber manchmal auch richtig Wissen, so ein Rapper wie Tragedy Gaddafi oder B, der gibt mir manchmal Momenten dann Power, weil das ist dann auch gut. Natürlich muss man manchmal Matthias Quay machen, aber so von allem bisschen, und das geht dann alles schon sehr, sehr in diese Richtung, irgendwas promoten, was nur ganz wenige leben, und meistens, die es da noch so repräsenten, sind dann meistens Meilen davon entfernt. Ja. Und egal, was für ein Fame oder sonst irgendwas oder was für eine Reichweite oder Fame die haben, zieh den mal komplett aus, diesen Rapper, ne? Steck den mal in 0815 oder in H&M rein, und dann sag mal, komm mal her, wir setzen uns jetzt nochmal am Tisch oder geh mal jetzt durch hier und versuch mal so zurück. Ey, Leute, so wirklich bei allem Respekt, der wird ganz klein sein. Verstehst du, wie ich meine? Ein Opfer mit einer dicken Kette bleibt ein Opfer mit einer dicken Kette. Ja, das ist so.
Aber ich meine, wenn man auf der anderen Seite sich betrachtet, wenn einer jetzt mit diesem Style aber sich seine 3 Millionen Spotify-Klicks zusammenholt und voll viel Money macht, Halal. Der denkt sich auch, warum soll ich denn davon weg? Und ich denke, okay, er muss warte ganz kurz noch, die Jugendlichen, die dann ihn dann aber auch sehen, die erfolgreich, dass er erfolgreich ist, eifern ja auch seinem Erfolg danach. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Genau, und da ist der Punkt, guck mal, er kann es ja machen, er kann ja seine 3 Millionen Klicks da drauf machen und. Aber wichtig ist es auch mal, irgendwo sich im Podcast hinzusetzen oder irgendwo anders bei irgendeiner sozialen Projekt oder so und zu erzählen, ey, das ist vielleicht nur eine Kunstfigur, die Welt sieht so und so aus. Verstehst du, wie ich meine? Das gab es ja auch, verstehst du, wie ich meine? Nur das wird auch nicht mehr gemacht, sondern die leben da oder zeigen da eine Scheinwelt, die es eigentlich gar nicht gibt und das Traurige da ist daran, so die Jugend sieht das und eifert danach, was gar nicht zu greifen ist. Normal. Oder machen ihnen eine Welt schmackhaft, die eigentlich gar nicht schmackhaft ist. Ja, und erzählen ihnen halt nicht nur irgendwas Falsches, sondern auch genauso viel Mist, dass es nicht nur keinen positiven Werdegang hat, sondern richtig ins Verderben zieht. Jetzt mal radikal gesagt. Ja, das könnte man jetzt aber auch über Gangster-Rap sagen. Das sage ich ja, aber dann ist klar, ja, dann denke ich mal. Aber Gangster-Rap, du musst ja auch immer so sehen, so klingt das verherrlichend oder wollen sie auf Probleme aufmerksam machen? Weißt du, wie ich meine? Ja. Es gibt jetzt, sag ich mal, Du Maroc, ja, ich feiere den, der fährt ja wirklich eine sehr harte Schiene. Aber er macht ja auch soziale Projekte im Hintergrund. Weißt du, wie ich meine? Und er steht dazu. Und Du Maroc hat ja auch hier den Track rausgehauen, den Traum mit dem Fußball. Verstehst du, wie ich meine? Und da hat er auch schon was gerettet und was geleistet. Verstehst du, wie ich meine? Er macht ja auch von der anderen Seite, zeigt da dieses krasse Gangster, hier, AK, knall weg, mach. Aber auf der anderen Seite macht er auch wiederum soziale Projekte. Und das finde ich cool, das feiere ich. Verstehst du, wie ich meine? Davon muss es auch mehr geben. Mach Kack rein, Scheiß rein, gar keine Frage. Aber guck, dass du irgendwo woanders wieder ein bisschen sauber machst. Genau, Bea hat ja richtig gesagt, das ist Gangster-Rap. Ich meine auch damit Gangster-Rap. Aber dann ist auch wieder, man darf da nie schwarz-weiß ziehen, weil das kommt drauf an, halt das Gesamtbild. Wenn er halt auch B sagt, das fehlt mir bei den ganzen möchte gern Gangster-Rapper immer dieses B sagen, halt dann doch das Fazit von Drogenkonsum, Knast, Mord und Totschlag geben. Ist auch gar nicht mehr so prominent, dieses Gangster-Rap. Nee, also ich meine nur, wenn man heutzutage sagt, irgendwie, guck mal, dieser Materialismus-Rap, was du gerade geschildert hast, Balenciaga, Gucci, Mucci, bla bla bla, alles gut, holt die 3 Millionen Klicks und da guckt sich dann der Jugendliche das dann ab und denkt sich, ich möchte auch erfolgreich sein, dann gehe ich in diese Richtung. So, das, wenn man dann sagt, das hat Konsequenzen folgen könnten, schlechter Lifestyle, vielleicht zu viel Drogen oder keine Ahnung was. Ich sage, über unsere Generation, die sehr Gangster-Rap geprägt war, hat man ja genau dasselbe gesagt. Man merkt so, die Schleife, die wiederholt sich, nur ist es ein anderes Kapitel. Was ich nur persönlich ein bisschen bedenklich finde heutzutage, ist einfach nur, dass die Qualität halt wirklich dadurch sehr gemindert wird, dadurch, dass du kaum Inhalte pushst und präsentierst, weil jeder, der sich mit Rap ein bisschen auskennt und der ein bisschen Rap selber macht und weiß, wie es läuft, weiß ganz genau, wenn ich jetzt anfange, über irgendwas zu rappen, die Welt steht mir offen. Ich kann jetzt Kopfhörer auf Kabel reimen, auf dies, das. Alles. Das ist, heutzutage, der Rap ist so oberflächlich, weil er keinen Inhalt hat. Genau. Das ist einfach zu machen. Aber die Königsdisziplin von Rap normalerweise ist, wenn du dir ein Thema aussuchst, in die Materie reingehst, weil dein Kosmos verengt sich. Das Vokabular, auf das du zurückgreifen kannst, reduziert sich extrem. Mann, ich küsse doch, wer das drauf hat, Bruder, der ist ein richtiger Motherfucker. Und ich stelle den Beweis, dass mein Partner 100% recht hat. Ich kann 10 Minuten Freestyle über Bumsen machen. Jetzt wirklich, bei Sex zum Beispiel, Sex-Freestyles haben Arzt und ich auch früher bemerkt, geht immer. Aber dann ein krasses Thema, genau das. Und das ist Kunst, weißt du, wie ich meine? Genau. Dann kannst du sagen, du bist Künstler. Dann kannst du wirklich sagen, wenn du sowas schaffst, weißt du, wie ich meine? Sagen, ich bin Künstler. Genau. Weißt du, wie ich meine? Qualität auf jeden Fall. Die Qualität ist ein bisschen low zurzeit. Zu viel Copy und Paste, zu viel Malen nach Zahlen und so weiter. Das haben wir öfters bemängelt, aber gut, also ich finde es auch immer wichtig, weißt du, dafür stehen wir auch, dafür stehe ich auch selbst. Wenn du was bemängelst, ist gut, dann zeig aber, was du meinst mit Taten, weißt du? Ich sage, das und das gefällt mir nicht oder das könnte besser sein, dann mache ich so, wie ich denke, wie es sein soll. Ich mache die Musik, die ich selber hören will und bringe die dann auf den Markt und dann kann ich sagen, guck mal, das meinte ich damit. Weißt du so? Weil viele Leute setzen sich nur hin und sind alle Fußballtrainer vorm Fernseher. Stimmt, denken alle, die können es besser, weißt du?
Aber auch mal eine Alternative bieten, seine eigene Version von der Nummer auch mal auf den Markt zu bringen, das ist auch nochmal wichtig. Nicht nur meckern, auch mal machen. Das sollte man immer auch, wenn man auf einen Homie zugeht, der tut hier ist täglich Kritik, ja, aber das ist sehr gerne, weil auch immer eine Alternative zeigt. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn du einem was sagst, was er falsch macht, aber ihn keine richtige Alternative nennst. Absolut, und deswegen schaut mal, Leute, ich bin jetzt nicht der beste Rapper, aber ich habe einen Kochlöffel, weißt du, wie ich meine? Und ich habe meine Kochshow und schwinge den Kochlöffel und versuche diese Messages, sag ich mal, diese sozialkritischen Messages, in meine Show zu verpacken, weißt du, wie ich meine, und den Leuten so was mitgeben, weißt du, wie ich meine, dass das Leben doch vielleicht kein Ponyhof ist und dass wir vielleicht in anderen, in manchen Hinsichten, wenn wir sagen so, ey, der Blick ist so, auch mal versuchen, so andersrum zu blicken, weißt du, wie ich meine, das versuche ich mit meinem Kochlöffel. Sehr gut. Und du machst das Bombe, weil die Gangster gucken nicht, hast du ja gesehen, alle Gangster, Ina, Abi, B und ich hier im Raum gucken nicht, aber ich sehe anhand deiner Klicks, dass du auch mehr, anstatt halt nur drei Leute im Hinterhof erreicht hast und bin ich sehr froh, dass du da auch ein bisschen Bühne bekommen hast, weil du machst das echt gut und ich finde Bombe, dass du immer eine positive Message schaffst, muss ich dir mal sagen, als User und auch zum Beispiel so Themen wie dann Hanau auch die Leute eingeladen hast, nicht halt immer diesen Clickbait, sondern auch mal auch die Leute, also da kein Cancels und ganz normale Leute oder Opfer von solchen Sachen da ranholst. Coole Abwechslung immer. Respekt am Beast Kitchen, Baby! Ja, Mann, MC Boogie. Ja. Und nochmal zu einem Thema, es ist scheiße auch, damals auch Frauen gehören die Küche und ins Bett und so, das ist scheiße, weil dann macht keiner das Klo sauber, das ist Bullshit, aber das ist, wie gesagt, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, wir sind selber schuld, dass wir das zugelassen haben, weil wir auch gerne den Macho gespielt haben. Ich sag mal so, auch gerade meine Generation, gerade auch da in den Rap-Texten war das ja auch voll das Thema. Weißt du, wie ich meine? So, ey, nur Frauen gehören in die Küche und Farid Bang, weißt du, wie ich meine? So, das war auch Bushido und so, wie die alle da heißen, weißt du, wie ich meine? Und, das ist so unsere Generation gewesen. Und das war eigentlich ein falscher Weg, was mir jetzt auch so klar geworden ist. Wir haben selber zugelassen, dass wir, ich sag mal, wir anders aussehenden in eine Ecke gedrängt worden sind. Weißt du, wie ich meine? Wir haben uns auch irgendwo ein bisschen dazu beigetragen, sag ich mal. Ja. Weil wir auch nicht unsere schöne Seite gezeigt haben. Weißt du, ich meine? Wenn du jetzt auf der Straße läufst, jeder guckt so grimmig. Umso grimmiger, umso besser. Weißt du, ich meine? Versuch doch mal zu lächeln. Weißt du, wie ich meine? Geh doch mal auf ein Amt, wenn du mal auf ein Amt musst oder deine Behörden gänge, geh doch mal mit einem Lächeln rein. Das sag ich. Verstehst du, wie ich meine? Und dann haben wir es auch einfacher für uns alle. Absolut. Hast du gut gesagt. Auf jeden Fall. Geil gesagt. Und du sagtest ja, Farid Bang und Bushido mit den sexistischen Texten, die sagen selber, Real Talk, die haben es von den Bassbox-Atzen. Als kleine Entschuldigung, ich werde mal irgendwann die Frauen vorstellen, mit denen wir es zu tun hatten, die Bassbox-Atzen, das wird vieles aufdecken. Ja, ey, Bruder, guck mal, das Ding ist so, Farid ist für mich so Comedy ein bisschen. Ja, Farid ist eine Kunstfigur. Ja, Farid ist ein cooler Typ. Weißt du, wie ich meine? Seine Texte auch, ist Comedy, ist lustig. Ich weiß, Farid ist eine Kunstfigur, mega cooler Typ und Farid macht ja auch eine Gegenarbeit. Weißt du, wie ich meine? Der ist ja auch sehr nah in die Community, geht in die Hood rein und so weiter und so fort. Und das ist wieder top. Weißt du, wie ich meine? Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, weißt du, es gibt nicht so viel. Also damals, zu den Zeiten, wo er sagt, Bassbox und so, da hat Savas noch alle 2 Minuten das N-Wort gedroppt. Ja, also darf man, das ist so der Kindergarten gewesen. Früher, man hat nicht nachgedacht, man hat irgendwie irgendwas. Aber seit es ein bisschen ernster geworden ist und man Geld damit verdient hat und dann musste man darüber nachdenken, was schreibt man, was repräsentiert man, was ist man und so. Seitdem hat sich ja auch alles auch gebügelt. Seitdem gibt es sowas auch nicht mehr, außer es ist so Comedy-Humor. Genau. Aber auf der anderen Seite, was die Leute halt nicht wissen ist, wie man auch als Mensch aber zu den Leuten ist, wenn es mal darum geht, dass die Musik mal stoppt, weißt du? Wenn wir ein Video drehen zum Beispiel und wir haben letztens mit Mädels gedreht und das waren halt so, die haben Arsch in die Kamera gezeigt und so, du weißt ja diese Sachen. Mhm. Das war halt so ein Song. Das ist so ein witziger 80er-Jahre-Puff-Hommage. Mhm. Und dann bist du in so einem Club drin, da sind halt 3-4 Mädels, die sind leicht bekleidet und die machen das auch gerne, die haben da voll Bock drauf. Mhm. So, aber wir, kann er bestätigen, kann jeder bestätigen, wir behandeln diese Person mit Respekt. Mhm. Wir sagen nicht, komm her, du Nutte, geh mal vor die Kamera, mach mal jetzt den und den und den. Machen wir nicht. Ja. Das ist sogar in diesem Augenblick, wenn das sogar das Feindbild von vielen Leuten ist, wo die sagen, vor so einem Menschen kann man keinen Respekt haben, die zeigen ihren Arsch in die Kamera. Auch mit denen sind wir korrekt. Ja, so, darum geht es auch, wie du im Alltag bist, wie du mit Leuten umgehst. Genau so ist es. Genau, das war voll schön, das ergänzt sich nur. Das ist dann auch wieder Gangster-Rapper, das ist auch dann auch, was ausmacht jemand halt, wie er zu der Einzelperson ist. Mhm. Voll wichtig. Absolut, absolut. Einfach ein Benehmen. So, das fängt ja an, so... Ja. Bäcker, morgens beim Bäcker, weißt du, wie ich meine, an der Tanke, beim Beamter, so. Sei einfach immer korrekt. So wie du behandelt werden willst, behandle einfach die anderen. Respektiere jeden, fürchte keinen. Und das Schlimmste ist dieses handverlesene Korrektsein. Zu jedem auf Augenhöhe. Oder verlesene. Pseudo meinst du? Pseudo, genau. Zu dem bin ich nett, zu dem nicht. Oder den lasse ich zu. Das übliche Dilemma in jedem Hut. Nein, ich meine, du bist ja auch aus einer anderen Welt, quasi.
Das ist auch nochmal eine interessante Seite von dir. Das ist jetzt gerade ein Erfolgskonzept, was du auf YouTube hast. Mhm. Man merkt es anhand der Klickzahlen. Deine Gäste, die du einlädst, sind namhaft. Mhm. Und es ist auch professionell geschossen und produziert. Es ist einfach ein gutes, qualitativ hochwertiges Format mit einem passenden Host. So, ja? Deswegen funktioniert alles auch sehr gut. Aber trotzdem gab es ja auch andere Zeiten, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Ne? Ja, als du gesessen hast, dann, wie lange warst du drin? 6 Jahre? 6 Jahre habe ich abgemacht, ja. 6 Jahre. In der Zeit, kann ich mir sehr gut vorstellen, hattest du auch mal perspektivlose Zeiten, wo du gedacht hast, also bestimmt hast du nicht daran gedacht, dass du mal YouTuber wirst, oder? Na, auch das auf gar keinen Fall. Natürlich hatte ich auch mein Tief, gar keine Frage. Und wie gesagt, ich habe Scheiße gebaut, ja, und... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, ich habe einfach mein Ding abgemacht, weißt du, wie ich meine? Ich war tief in der Scheiße drin, ich war aussichtslos, ich habe da auch gar nicht an YouTube gedacht. Ich war einfach müde von allen, weißt du, wie ich meine? So 6 Jahre Knast, du lernst auch nochmal sehr viele Menschen kennen und dann kommst du raus. Und dann weißt du so, wie die Leute auch waren, weißt du, wie ich meine? Und auf einmal spielen Klicks eine ganz große Rolle im Leben. Ich habe damit ja gar nichts zu tun gehabt, weißt du, wie ich meine? Ich bin reingegangen, ich hatte immer diese Wegwerfhandys gehabt, weißt du, wie ich meine? Oh, ich hatte einen Facebook-Account, ich habe den nie gepflegt, so. Ich hatte davon keinen Plan. Dann kommst du raus und dann auf einmal so, du weißt so, die Leute haben den und den, haben sich ihren eigenen Status aufgebaut, du weißt, wie die sind so, du bist da reingegangen, so, keiner hat sie so Respekt gegeben, weil die sich selber so den Respekt nicht mehr verdient haben, abgegeben. Aber auf einmal, diese Leute haben ein paar Klicks auf ihr Instagram-Konto und die kannst du nicht mehr ansprechen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe die Welt nicht verstanden. Weißt du, wie ich meine? Ich kam damit ganz schwer klar. So, komm mal her, Horst. So, ich weiß, wer du bist. So, warum jetzt auf einmal so diese Filme? Weißt du, wie ich meine? Und bis ich so realisiert habe, es gibt jetzt so eine virtuelle Welt, Social Media. Ich schwöre es euch, Jungs, ich habe damit nichts wirklich zu tun gehabt. Null. Und ich wollte damit auch nichts zu tun haben. Ich hatte dann meine Autovermietung. Ich habe ein paar Autos vermietet, so gemacht. Das hat mir auch dann nur Kopfschmerzen, Theater gebracht. Habe ich den ganzen Mist abgegeben. Bin im Fitnessstudio arbeiten gegangen. Ganz normal, 9-to-5-Job. Habe mein Ding gemacht. Saß zu Hause, ist so, was willst du machen? Autos, bist die schönsten Autos gefahren. Hast die krassesten Partys gefeiert. Alhamdulillah, mir geht's gut. Mehr wie einen Döner esse ich zurzeit eh nicht am Tag. Hab meine 2 Kinder. Verstehst du, wie ich meine? Mein Leben läuft. Ist so, was will ich machen? Ich gehe einmal auf die Bühne. Und da bin ich das erste Mal, habe ich mir einen Instagram-Account gemacht, um einfach so die Konkurrenz auszuspionieren. Buddy, ne? Ja, genau, Bodybuilding. Ich wollte einfach nur so die Konkurrenz ausspionieren. Da hast dich ein bisschen mit beschäftigt, so ein bisschen gespielt, hast du hier mal so eine Story gemacht, einen flotten Spruch und die Leute feiern das auf einmal. Und das hat dann so meine Neugier geweckt, so, ja, könnte man vielleicht was drauf aufbauen, so ein bisschen Fitness-Content, Fitness-YouTube. Habe auch meinen Freund Tristan da getroffen, der sitzt gerade auch in die Ecke. Trissi, grüß dich. Ganz stabile Arte. Ja, Mann. Abu Soni, der hat den Namen Abu Soni, weil er auch wirklich top Arbeit hinter der Cam macht. Und habe ihn so ein bisschen, der kennt ja auch mein Leben, der hat auch schon damals bei Rupert Illegal die Fotos und Videos für uns gemacht und habe ihm so ein bisschen erzählt, er sagt, hört sich gut an und du kommst auch wirklich gut an auf Instagram mit den Stories, die Leute mögen dich und lass das so machen. Aber wir brauchen noch was. Habe ich gesagt, weißt du was, wir kochen. Ich gucke, wie? Ich sage, ich koche gerne, das ist wirklich so mein Ding, ich koche jeden Tag zu Hause 2-3 Mal, wir kochen. Ja, und so kam das dann eine zum anderen und da habe ich gesagt, wenn andere so Klicks aufbauen und ich weiß eigentlich so im Kern, wer der eigentlich ist und was er nach außen für einen Schein macht, ist so, ich bleib einfach ich. Ich bleib einfach ich und mach mein Ding. Und, sehr schön, Bruder, sehr schön. Ich muss mal eine Geschichte mal zu dieser ganzen Nummer mal von mir loswerden. Ich habe vor über 10 Jahren, glaube ich mittlerweile, müsste ziemlich genau 10 Jahre sein, auf Facebook angekündigt, meine Kochshow kommt bald. Ja? Ja. Krass. Ich wäre auch der erste Rapper mit Sicherheit gewesen damals, der so eine Scheiße gemacht hat, weil es galt ja auch ein bisschen so als Image-Schaden, haben manche gesagt, ey, die nehmen dich nicht ernst, wenn du kochst vor der Kamera, die denken, ey, du bist ein Lauch. Ja, genau. So eine Sache. Ich kann mich sehr, meine Anfangszeiten, guck mal, mein Umfeld, meine Familie, meine Bekannte, alle haben gesagt, ey, was willst du machen? Du machst dich gerade zum Witz so. Bist du dir sicher? Weißt du, was du gerade machst? Ich sag, ja. Und für mich war es wichtig, warum ich das auch so durchziehen wollte. Ich wollte wirklich so, ich habe auch gesehen bei mir in der Familie, so die Neffen und so die Kiddies, so gerade auch im Fitnessstudio so, die sehnen sich alle nach was, aber die kriegen das nirgendwo. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen kommt auch die Show so gut an. Die sehnen sich nach deren, dass jemand so, mit dem man sagt so, ey, es gibt auch andere mit den Problemen,
Du bist nicht alleine, verstehst, wie ich meine? Und deswegen kommt das gut an. Weißt du? Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe das durch. Ist mir egal, was du jetzt gerade von mir denkst. Absolut. Und du mich gerade jetzt so als den Don siehst, so, wo ich damals wirklich die Kilos geschoben habe. Ist mir egal. Mhm. Ich ziehe das durch. Ich mache das. Mhm. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist der richtige Weg, ich mache mein Ding. Weißt du, ich meine, kann egal. Rechts, links, von der Seite. Du sprichst oft über das Bauchgefühl. Ne? Das habe ich schon ein paar Mal gesehen in deinen Tubes. Finde ich sehr interessant. Ja. Ich kenne das auch, geh mal darauf näher ein. Meinst du auch dritte Auge sowieso, so Empathie und du kannst, also was man mein fühlt? Freund Tristan, der hat immer nicht so sehr so daran geglaubt an mein Bauchgefühl, aber mittlerweile sagt er immer, was sagt dein Bauchgefühl? Am Anfang hat er immer gesagt, hey, kann nicht sein. Aber mittlerweile, bevor er irgendeine Entscheidung oder irgendwas, was wir treffen, sagt er, was sagt dein Bauchgefühl? Weißt du, wie ich meine? Sehr gut, sehr gut. Ja. Was mir dazu einfällt, ist nur, erstens, man muss Türen eintreten. Weißt du? Das war damals bei uns als Rapper, haben wir uns so gefühlt wie du. Mit dieser Kochshow, weil wir hatten keine Vorbilder, die haben nicht auf Deutsch gerappt und wenn, dann sahen sie aus wie absolute Beginner, wir konnten uns nicht damit identifizieren. Also wurden wir immer ausgelacht. Also am Anfang, als mein Freundeskreis gehört hat, ich rappe, meine engsten Freunde haben gelacht, so er rappt, weil ich habe mich immer selber am meisten lustig gemacht über die Rapper, hat nicht gepasst. Aber dann haben sie die Texte gehört und dann haben sie gesehen, okay, und wir waren diese Generation von Kanaken hier bei uns, wir haben die Tür eingetreten, damit die anderen ohne Komplexe durchgehen können. Bei dir ist es auch so, es ist wie bei einem zum Beispiel Security-Typen, der jetzt auf der Straße zum Beispiel Security machen soll. Die Jugendlichen haben keinen Respekt vor dir, wenn du jetzt irgendein Lauch bist von irgendwo. Aber wenn du die, sage ich mal, älteren OGs und so dort dann als Sozialarbeiter eingesetzt hast, haben sie hier bei uns öfters mal gemacht, dann haben die Jugendlichen dann auch auf die gehört. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Charaktere wie du dann auf einmal dieses Kochding zum Beispiel verkörpern, genau weil man das dir vielleicht optisch nicht aber zutraut. Das weißt ist du? Es ja, schau mal, wir haben ja auch gerade so geredet und mehr solche Charaktere müssen sich trauen, zum Vorschein zu kommen. Richtig. Damit wir weg sind von diesem Patriarchen und damit wir inshallah so die Jugend oder unsere Neffen oder unsere Kinder so auffangen können, weißt du, ich mache eine andere Perspektive und deswegen, Shabab, so kneift eure Arschbacken zusammen, wenn du eine coole Idee hast, ey, kochen, stricken, ist scheißegal, egal wer dir was sagt, auch wenn du die uncoolste Sau in deiner Hood bist, mach es, wenn dein Bauchgefühl sagt, ey, das ist das so, trau dich das, mach das. Ja, perfekte Message. Ja. Ich finde es schon mittlerweile, man kann ja nicht nur die negativen Sachen sehen, mittlerweile großartig, dass so viel von unseren Leuten und wir sind ja irgendwie doch eine Community, wir Straßenleute, weil wir sind jetzt auch drin durch Türen eintreten. Mhm. Der eine macht eine Kochshow, die machen Podcast, den siehst du bei den Filmen. Genau. Der eine das und da freut man sich. Wir der eine macht schon Döner massiv und man freut sich für jeden von uns. Das macht auch die Kleinen wieder stolz. Dann kriegen sie auch wieder einen Ansporn. Das ist wieder das positive Beispiel, das Vorbild. Wir haben, schau mal, dieses Social Media, wir können das ja sinnvoll nutzen. Genau. Du entscheidest ja, was du für einen Algorithmus oder was für einen Content du vorgeschlagen bekommst. Ja, wenn du nur die ganze Zeit die nackten Frauen sehen willst und du dann nur da drauf gehst, kriegst du auch nur nackte Frauen vorgeschlagen. Ja. Aber, aber oder Omas. Die sind aber nicht so bei Insta-Baby. Aber wenn du wirklich so Bock hast, so auf dein eigenes Ding, so dein Hobby, so auch wenn du meinst, so ey, damit könnte ich vielleicht nicht cool sein bei meinen Freunden oder Verwandten, scheißegal, klick das mal an. Hm? Weißt du, ich meine, vielleicht weckt das in dir auch neue Ideen, so, absolut, weißt du? Absolut, absolut. Worauf ich eigentlich ursprünglich zurück wollte, wo ich meinte, ich habe vor 10 Jahren schon auf Facebook angekündigt, Kochsendung kommt. Das Ding ist, was die größte, weil wirklich, das, was ich am meisten aus diesen ganzen Nummern gelernt habe, ist, Ideen sind wie Furz im Wind, Bruder. Du kannst Ideen haben ohne Ende. Wenn du nicht umsetzt, was machen, für ein Arsch. Machen. Deswegen sage ich immer, sei ein Macher und kein Kacker. Deswegen, Bruder, weißt du einfach. So, ja. Wenn es nur um Ideen ginge, dann hätte ich schon die halbe Welt davon. Machen. Aber darum geht es nicht. Arschbacken, man muss es machen. Arschbacken zusammenkneifen und machen. Ich kann mich noch an den ersten Tag, ersten Drehtag Beast Kitchen sehr genau erinnern. Wir hatten nicht mal einen Namen für unser Format oder für unseren Channel. Wir hatten noch nichts im Kopf. Nur so eine blöde Grundidee. Eine Location haben wir gemietet und auf dem Weg dahin. Und wir hatten auch nur 6 Stunden Zeit gehabt und wir wollten viel abdrehen, mit Hektik eingekauft und boah, wie machen wir das, das. Aber das Wichtige war, wir haben es gemacht. Wir haben einfach gemacht. Richtig. Weißt du, wie ich meine? Und das hat uns so nach vorne getrieben. Weißt du, wie ich meine? Wir haben nicht überlegt. Wir haben nicht diskutiert und gesagt. Wir haben einfach gesagt, wir kochen. Ja. Ich war, wir kochen, machen eine Location klar und dann. Und das Gute, das war wirklich gut. An dem Tag war das richtig abgefuckt. Wir hatten, glaube ich, nur 6 Stunden oder so gehabt. Wir mussten zu einer bestimmten Zeit dahin und zu einer bestimmten Zeit da wieder raus.
Und wir hatten 4-5 Videos vorgenommen, um dafür auch die ganzen Lebensmittel einzukaufen, unsere erste Equipment. Und wir haben wirklich einfach so, da hatten wir einen Tunnelblick, wir machen das, wir ziehen das durch, bum, bum, bum. Und wirklich beim Aufbauen, beim Einkaufen, da, ja, okay, das ist eine gute Idee, ja, bum, bum. Alhamdulillah, und am Ende ging es auf. Sehr schön. Bombe! Und der Name passt doch wie die Faust aufs Auge. Du hast leider, aber sonst wärst du nicht, diese Knastvergangenheit, muss man den Leuten mal sagen. Beast Kitchen war, glaube ich, in New York ein ganz krasser Jugendknast, oder? Ist das richtig? Ja. Yeah. Beast meines Erachtens, Belasch? Weiß ich nicht. Ja, da bist du besser im Voll. Ich habe von New Yorkern schon oft gehört, unverbindlich. Das und ist das Beast in der Küche. Das ist krass. Das ist sehr, sehr interessant. Hast Entschuldigung, ich habe selber reingepoppt. Hell's Kitchen habe ich verwechselt. Hell's jetzt Kitchen. Jetzt fällt es mir ein. Ja, das wäre nämlich sehr, sehr interessant. Ja, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen kennt man. Genau. Das ist auch ein Bezirk, also ein Bereich in New York, aber das ist auch eine tatsächlich eine Kochshow. Hell's Kitchen kennst du bestimmt, oder? Ja, habe ich schon mal von gehört. Genau, das gibt es, Deutsche davon gibt es hier, die haben das irgendwie anders genannt, aber. Das ist eine sehr berühmte Show. Auch Hell's Kitchen hier. Heißt es hier auch Hell's Kitchen? Auch mit Christian Rach oder irgendjemand Berühmtes, ich weiß nicht. Ach so, nee, du meinst, nee, der hat das nicht Hell's Kitchen genannt. Das war aber auch nur einmal. Twin neue Kochshow. Nein, es gab eine Kochsendung, da ging es auch wirklich richtig gestresst zu. Da waren so auch so anfängermäßig und die mussten immer ratzfatz und die waren auch schon alle, die Gäste waren bereit und haben auf ihr Essen gewartet. Und das ist eine sehr berühmte Kochshow gewesen. Ich habe das ein paar Mal geguckt. 100 Pro. Eigentlich kenne ich fast wirklich jede Kochshow. Ja. Aber Hell's Kitchen, auf jeden Fall. Was denkst du, man muss auch so überlegen, diese ganzen Sachen zum Beispiel, die wir gerade geredet haben, das hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel jetzt hier gerade sitzen. Weil hätte ich diese Erfahrung nicht gesammelt mit, du musst deine Ideen auch materialisieren, so, weißt du? Dann hätten wir diesen Podcast ja auch nicht gestartet. Weil das war zum Beispiel damals, habe ich zu ihm gesagt, guck mal, Podcast ist das neue Ding. Die ballern ohne Ende Geld da rein, die Amerikaner und so weiter. 100 Pro in Deutschland wird das einer machen. Mhm. Und wir haben schon so viele Ideen gehabt, die wir nicht umgesetzt haben. Lass uns mal lernen aus unseren Fehlern. Mhm. Okay, ehrlich gesagt, Schicksal hat auch immer ein bisschen was dazu beigetragen. Klar, mal hast du nicht genug vielleicht finanzielle Möglichkeiten, mal absolut, hast du Probleme. Absolut. Man kann nicht immer alle Ideen umsetzen. Nein, aber hier haben wir es gemacht, hier haben wir es durchgezogen und dann hast du die Früchte bekommen. Das ist auch das Zeichen, was du dann bekommst. Das ist es, dieser Weg, geh den. So, weißt du, das ist wichtig. Genau so ist das. Genau so, also du sprichst wirklich aus der Seele. Genau so war das auch. Auf jeden Fall. Wir haben die ersten Folgen abgedreht, hochgeladen. Ja, das waren jetzt nicht die krassesten Klicks, aber die Kommentare waren schön zu lesen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das hat uns auch angesprochen. So, da kam was wieder. Nicht so, ey. Also, ich habe nicht das gelesen, was ich um mir herum gehört habe. Ja, weißt du, wie ich meine? Okay. Und gerade so die Leute um mich herum, von denen hätte ich mir gewünscht, so, ey, geil, zieh durch. Ich stehe mit dir. Ich mache mit dir. Sondern, bist du mir sicher? Ich sag, ja, Mann, ich bin mir sicher. Weißt du, wie ich meine? Was geil auch war, B hatte gleich am Anfang, als wir die Idee hatten, wusste ja auch, dass die uns auch irgendwann den Hahn zudrehen und wir halt irgendwann unsere eigene Plattform schaffen, weil es jetzt voll wichtig ist. Ich glaube, bei dieser Promo-Phase, ich gehe zu keinem Blatt mehr. Hiphop.de gehe ich nicht, zu Backs bin ich, zu Juice, die fallen alle weg. Zu mir jetzt kommst du. Aber zu Beast Kitchen komme ich. Ja, Mann. Schieß mich mal tot. Zu dir kamen noch nie zwei Gäste, ne? Doch, schon öfter. Buki. Ach, da habe ich reingeschissen. Aber ja, da habe ich doch Belasch richtig gesagt. Weil ich meinte, ja. B, kommst du mit zu Beast Kitchen? Und wir dachten, ich dachte es immer nur alleine. Nein. Okay. Steiger war doch da mit seiner... Oh, deswegen, ja. Ja. Ja, hast du recht. Cello und Abdi, Kasimir. Ja, Mann, die zwei Glatzen kannst du auch ändern. Ja, Allah. Kommt aber wenn wir kommen, dann wollen wir auch kochen. Er nicht, aber ich. Nein. Das vegan ist. Muss auch nicht sein, ist egal. Nein, bitte nicht. Ey, Bruder, ich mache jetzt nie. Und jetzt er kriegt schon Macke, Bruder. Ich will dahin. Ich will so ein 8 Kilo Fleisch. Kriegst du. Unter 500 Gramm ist Belag. Kriegst du. Kriegst du ein Veganer. Wirklich, Bruder, mach nicht so. Ey, das wäre jetzt wirklich. Krallas. Das ist wie wenn man Mike Tyson Tattoo will und Will Smith bekommt. Krallas, ich rufe gleich Josef an, der soll das dickste Tomahawk Steak rausholen. Kriegst du, Boogie. Was war denn so bei dieser Beast-Kitchen-Geschichte, was die Leute, glaube ich, interessieren wird? Was waren denn die Momente, die bei dir hängen geblieben sind eigentlich? Du hast viele Gäste gehabt, aber da gibt es bestimmt ein paar Sachen, die sind extra speziell gewesen. Nein, also schau mal, ich kann wirklich von jedem Gast was mitnehmen. Und jeder Gast bringt wirklich was Spezielles mit. Und das ist immer wieder schön, ehrlich. Aber wer konnte kochen zum Beispiel? Wer konnte wirklich kochen? Boah, ey, ihr unterschätzt die. Also guck mal, es konnten wirklich Manuelsen... Abu Italiener, der kann wirklich krass kochen, wirklich. Der kann die Messer super führen. Arafat kann auch kochen. Boah, da haben sich einige tapfer geschlagen in der Küche. Bitte, Rais ist Koch.
Verstehst du, wie ich meine? Wer ist das? Den kenne ich nicht. Raiz, Hayat, mir geht's Hayat, komm, Raiz, Goldman. Den checken wir ab auf jeden Fall. Ach, es war Katar, seine Leute, ja? Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Ein bisschen traurig war ich, jetzt fällt mir doch ein, manchmal, ich rauche zu viel, kriegt mir jeden Tag mit. Wo die aus Hanau, der Vater und der Bruder kam von dem Opfer, das fand ich schon ein bisschen traurig, wie nett die immer noch sind, also das ist ja klar, aber wie er dann die Zwiebel, glaube ich, schneidet, du hast gesehen, das war wirklich, die Spuren, das war hart. Das ne? war wirklich für mich die schwerste Folge zu drehen. Die schwierigste Folge war das für mich, die ich gedreht habe, weil wir reden da über wirklich sehr ernstes Thema und dann musst du irgendwie kochen. Der Appetit vergeht dir. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte das am liebsten auch nicht machen an dem Tag, aber die haben darauf bestanden. Weißt du, wie ich meine? Und es war wirklich sehr, sehr schwer, aber das hat mir auch nochmal gezeigt, das ist Beast Kitchen. Weißt du, wie ich meine? So andere würden vielleicht, oder ich hätte es mir gewünscht, wenn andere darüber rappen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals und mehrfach angesprochen. Und ich habe ja gesagt, ey, jetzt muss ich durchziehen. Ich kann nicht rappen, ich kann das nicht thematisieren. Ich muss den Kochlöffel schwingen, um das zu thematisieren. So, Maske on. Ja, genau. Und hart. Hanau ist wirklich sehr, sehr schwierig. Hanau ist sehr, sehr schwierig. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und wir sollten uns das auch wirklich immer wieder noch vor Augen halten. Wir sind da jetzt, guck mal, das war in gar kein Wahlprogramm, Hanau. Und du musst jetzt so vor Augen halten, Hanau ist deshalb so schlimm, es mussten Menschen sterben, ja, weil die anders aussahen. Menschen mussten sterben, einfach nur, weil die anders aussahen. Verstehst du, wie ich meine? Und das Schlimme daran ist, es wurde auch nichts aufgeklärt. Nur heiße Luft. Verstehst du, wie ich meine? Und deswegen sollten wir alle wirklich an alle auch, die da gerade zuhören, an Hanau festhalten. Weil da könnten wir und sollten wir, denke ich, was bewegen. Sehr gut. Und du hast es total mit einer Zunge von einem OG sehr sensibel, trotzdem sehr informativ hinbekommen, den Jungs ja deine Anteilnahme zu zeigen, aber trotzdem, dass sie auch da ein paar Sachen anspricht. Sehr krasse Show, empfehle ich jedem. Danke, danke. Auf jeden Fall, jetzt wo wir schon bei den vielleicht ein bisschen härteren Themen sind, da können wir auch da dementsprechend weitermachen, finde ich, weil du hast ja auch natürlich durch deinen Bezug zu der Region, auch bei dieser Flutkatastrophe, ein bisschen mehr erlebt und gesehen als wir. Ja, wir sind da nicht so involviert gewesen, aber ich habe das ja auf Instagram bei dir mitbekommen, du warst vor Ort und hast dich da auch, was das angeht, nicht nur gerade gemacht, sondern auch tatsächlich geholfen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie deine Perspektive da war. Also an dem Tag war, glaube ich, Zuckerfest oder Opferfest, kurz vorher. War, glaube ich, Zucker oder Opferfest stand an. Und da habe ich zu meinem Team gesagt, ich würde gerne was in Richtung Opferfest machen, eine Wohltätigkeitssache. Ey, subhanallah, dann sagt der Tristan, ey, guck mal, hier Nachrichten sind gerade voll mit Hochwasser, ne? Moschee ist cool, ne? Aber ich denke, da sind die Leute jetzt gerade, die wirklich Hilfe brauchen. Und da habe ich gesagt, ey, du hast absolut recht. Und Gott sei Dank, wir haben wirklich ein gutes Netzwerk mittlerweile, ja, an Sponsoren und Leute, die auch hinter uns stehen. Wir haben schnell alles zusammen organisiert, Fleisch organisiert, eine riesige Grilltonne haben wir organisiert, Getränke, weißt du auch, CB Großhandel, Grüße gehen raus, die wirklich sehr coole Firma, die uns immer wieder unterstützt. Ganzen Transporter vollgepackt und wir sind runtergefahren und wirklich mitten im Geschehen. Das sah aus wie ein Kriegsschauplatz. Hab dich verfolgt, bei Storys hattest du. Ja, Mann. Und es war wirklich die richtige Entscheidung, auch da runterzufahren, weil die Leute hatten wirklich 2 Tage lang nichts Warmes gegessen und die Leute waren hungrig. Die Leute waren hungrig, ja. Und wenn du nichts zu essen hast, wie willst du arbeiten? Wie willst du was machen? Ja, Mann. Das ist das. Auf jeden Fall eine super krasse Aktion. Ja, wir versuchen. Sehr gut, also schau mal. Wie viel Kilo waren, Charo? Fleisch? Boah. Wie viel Kilo? Das war einiges. Wir waren den ganzen Tag am Grill noch am Machen. Ich weiß nicht, wie viel Kilo das waren. Das waren auch Würstchen und von CB Großhandel waren noch Sossis dabei, jede Menge. Also das war wirklich eine Menge. Ja. Wir machen ja auch, also schau mal, soziale Projekte sind uns auch sehr wichtig. Wir sind ja auch von Asia International auch Botschafter Beast Kitchen, ja, für ein Jahr und wir kümmern uns hauptsächlich auch um die Obdachlosenspeisung. Ja, und ich versuche wirklich so, guck mal, jeder benötigt Hilfe. Auch wir drei, die am Tisch sitzen, jeder braucht irgendwo Hilfe auf eine gewisse Art und Weise, ja, und wir können das nur vorleben, sag ich mal, und auch zeigen so, dass auch Hilfe mal gebraucht und angenommen werden wird, indem wir das vorleben. Und wir haben uns das zu Herzen genommen, mit Asia zusammenzuarbeiten für ein Jahr und hauptsächlich wirklich so für die Obdachlosen zu kochen. Und ich finde so, Obdachlose, warum? Ich habe auch viel Drogen verkauft, viel Scheiße gebaut. Da versuche ich da ein bisschen was gerade zu bügeln. Und gerade auch bei Obdachlosen sollten wir nicht vergessen, ja, die kommen zu kurz. Weißt du, wie ich meine? Das sind auch eigentlich so die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Ja? Und, keine Lobby.
Bitte? Keine Lobby. Ja, das Bild in Frankfurt ist ja auch wirklich krass. Du hast ja direkt die Lobby, die läuft ja an denen jeden Tag vorbei. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja die riesigen Banken und da alles um den herum und die sind da wirklich, die suchen da auf den Straßen Steine. Und da, was mich auch nochmal so da verärgert hat und was mich gesagt hat, so, ich ziehe das da auf jeden Fall durch. Da haben wir uns mit Asia unterhalten, mit der Nilab. Und die sagte auch gerade momentan, das war zu dem Zeitpunkt ein sehr aktuelles Thema, dass einige YouTuber immer runtergefahren sind und haben so die Obdachlosen, die bedürftigen Menschen gefilmt und sich lustig drüber gemacht. Und sowas mag ich schon mal gar nicht, weißt du, wenn es so Mobbing dann noch geht. Weißt du, die sind so eh schon am Ende. Widerlich, widerlich. Weißt du, sind eh schon so am Ende und dann kommen welche noch vorbei und treten noch mehr drauf. Weißt du, wie ich meine? Habe ich gesagt, weißt du was, wir ziehen das durch, senden nochmal nach draußen eine Message und die kamen auch super an, weißt du, wie ich meine? Da haben sich direkt Vereine im Umkreis auch bei Asia beworben, ey, wir wollen kochen und das haben die auch umgesetzt, hier SV Zielsheim aus Frankfurt, Zielsheim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und die Jungs machen das jetzt auch dann regelmäßig, weißt du? Der Name fällt die ganze Zeit, Charo, Asia ist die Sponsororganisation, ich habe Asia. Asia International ist eine internationale Hilfsorganisation, die mehrere Projekte, wohltätige Projekte auf der ganzen Welt am Laufen haben, ja, unter anderem ist jetzt auch so die Obdachlosenspeisung, was ich dir gesagt habe, oder auch, es geht auch um Thema Frauenbeschneidung, jetzt gerade aktuell sind die auch in Afghanistan, soviel ich weiß, also die machen sehr, sehr viel, ja, und wir kümmern uns wirklich so hauptsächlich um die Obdachlosenspeisung, oder dass wir da immer wieder Auge drauf werfen. Es ist gut auch, dass man einen eigenen persönlichen Bezug zu solchen Sachen hat, weil ich persönlich zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viele Skandale mitbekommen von diesen ganzen Wohltätigkeitsveranstaltungen, Organisationen, wie auch immer, dass sie das Geld, zum Beispiel Spendengelder, sich in die Tasche gesteckt haben, dass sie Klamotten gesammelt haben und die verkauft haben und so weiter. Aber wenn du selbst mit drinne bist und selber Teil von der Sache bist, dann kannst du dir auch ein Bild davon machen. Ich finde es auch immer viel besser, wenn man zum Beispiel irgendwo helfen will, dass man selbst vor Ort ist und guckt, wo das Geld auch wirklich ankommt und ob es überhaupt ankommt. Also ich kann das wirklich vergewissern. Wirklich, wir haben uns, bevor wir natürlich auch da eingegangen sind, haben wir uns natürlich unser Bild und alles so über alles ein Bild verschafft. Und Asia International ist da auch wirklich sehr, sehr transparent. Die legen auch wirklich alles offen. Und das hat uns überzeugt, letztendlich zu sagen, ey, top, das ist der richtige Partner oder das ist der richtige Hilfsorganisation, wo wir da mit anpacken. Ne? Finde ich stark auf jeden Fall, die Nummer mit den Obdachlosen und so weiter. Das ist auf jeden Fall applauswürdig. Ich bin auch so der Meinung auf jeden Fall, dass wenn mehr Leute wie du auch, du hilfst auch irgendwie so ein bisschen das Bild, was man von Leuten wie uns, sage ich mal, hat. Ja, was vielleicht manchmal in eine falsche Richtung geht, wo man nicht sagen will, dass es die andere Richtung nicht gibt. Mhm. Aber es wurde die letzten 15 Jahre sehr einseitig berichtet. Man hätte man gesagt, zum Beispiel aufgepumpter Araber, so wie du, weißt du, mit deinem Background. Aber das ist so, wir haben uns das ja selber zuzuschreiben. Weißt du, ich meine, natürlich, guck mal, das Schlechte ist immer lauter wie das Gute. Ja, und wenn wir uns dann nochmal so damit gebrüstet haben, ich sage, ich will mich nicht davon freisprechen. Ich hatte auch meine Zeiten gehabt, weißt du, ich meine, wo ich voll in meinem Business war, wo ich auch mit dicken Autos rumgeflext habe. So, nicht falsch verstehen, weißt du, wie ich meine? Aber man sollte ja daraus lernen. Und guck mal, mittlerweile sind wir schon so an einen krassen Punkt gekommen, wenn ich Scheiße baue, es trifft nicht nur mich oder meinen Bruder. Guck mal, es gab vor kurzem hier in Berlin einen aktuellen Fall, eine große arabische Familie hat irgendeine Art von denen Scheiße gebaut, ja, dann geht die Polizei, SEK da einmarschieren und darunter muss ein 12-jähriges Mädchen leiden. Ein 12-jähriges Mädchen kriegt da Handschellen angelegt. Natürlich ist das voll der Bastard-Move von den Bullen, dass er das angelegt hat. Aber wir müssen doch erstmal zurückspulen. Warum ist die Polizei erst ins Haus gekommen? Weißt du, wie ich meine? So, warum lassen wir das so weit dazu kommen? Wenn jetzt ein Araber mit einem bekannten Namen Scheiße baut, das trifft nicht nur mehr ihn oder ihn und seinen Bruder oder seine Eltern. Das trifft, die Auswirkungen sind so extrem enorm. Absolut. Verstehst du, wie ich meine? Das ist krass, das ist krass. Guck mal, Arafat, sein Sohn Ahmed, der hat 2-3 Jahre lang keinen Studienplatz bekommen. Aufgrund des Nachnamens. Ist das nicht scheiße so? Und da appelliere ich auch so an den ganzen Shababs, die am Flexen sind mit AMG, so, ey, ich küsse deine Augen, ich küsse dein Herz, wenn du dein Ding machst, sei dir wirklich bewusst so, wenn du erwischt wirst, dass das nicht mehr auf dich zurückkommt, sondern auf ein ganzes Volk. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und das zerstört Zukunft. Guck mal, das ist auch ein bekanntes Problem auch hier in Berlin. Manche bestimmte Nachnamen bekommen keine Wohnungen mehr hier in Berlin. Richtig. Die heißen schon lange mit anderen Nachnamen. So, verstehst du, wie ich meine? Und sollten wir nicht dagegen anarbeiten? Sollten wir nicht alle dagegen versuchen? So, ist das nicht traurig so? Blutet nicht dein Herz, wenn du hörst, ein 12-jähriges Mädchen kriegt Handschellen eingelegt? Ich schwöre, wo ich das gelesen habe, das hat mich persönlich 2-3 Tage lang mitgenommen.
Weißt du, mich persönlich 2-3 Tage mitgenommen. Weil irgendein Idiot baut Scheiße und aufgrund des Nachnamens muss ein anderer und ein junges Mädchen dafür bluten. Das ist doch Absturz. Weißt du, wie ich meine? Wir haben alle Scheiße gebaut, ne? Gar keine Frage. Und wir wissen auch, die Regierung fährt Null-Toleranz-Strategien. Ja, und überlegt euch 2-3 Mal. Lohnt sich das wirklich, diese Scheiße zu bauen? Und ich verspreche euch, ihr Jungs, so, ihr habt auch andere gute Sachen, gute Talente. Ihr könnt auch andere Wege finden. Und sofort Millionär oder sofort dicke Kohle gibt's nicht im Leben. Ja, du musst auch mal so Scheiße fressen mit einem Löffel. Mhm. Ich kann euch nicht alle davon abhalten, aber ihr solltet euch das vor Augen halten, dass die Auswirkungen nicht mehr auf dich kommen, sondern auf ein ganzes Volk. Und darunter leiden Frauen, Kinder, ältere Leute. Ganze Familien werden zerstört, weil die keine Arbeitsplätze bekommen, keine Wohnungen und so weiter. Geschweige denn Aufenthaltstitel oder Ausweis oder sonst dergleichen, weißt du? Hast du recht auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt, wenn das jemand zu dir damals gesagt hätte, bevor du verhaftet wurdest, hättest du ihm zugehört? Hättest du dich deinen Weg abgebracht? Ich wünschte, ne, und das sage ich immer wieder, ich wünschte, ich hätte damals einen Charo gehabt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Der mir das so ein bisschen erklärt und so ein bisschen so das Leben vorgelebt hat. Ich habe auch nur mein Deutschrap gehört. Ich habe die auch alle gefeiert, so die Tapes abgehört. Und natürlich hat mich das vielleicht auch im Unterbewusstsein oder auch nicht im Unterbewusstsein dazu angetrieben, noch mehr Scheiße zu bauen. Weißt du, wie ich meine? Oder so der Gaspedal noch tiefer runterzudrücken. Weißt du, wie ich meine? Ich will mich nicht davon freisprechen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich wünschte, ich hätte zu diesem Zeitpunkt, ja, wo ich meine Schwierigkeiten hatte im Leben, ja, wo ich angefangen habe so zu dealen, dass so ein Charo im Fernsehen kommt und sagt so, ey, Kochen ist das neue Feiern, es gibt auch vielleicht andere Wege, mach mal, tu mal, versuch mal, verstehst, wie ich meine, oder schau mal hier, klappt das auch. Das habe ich mir damals gewünscht und das hatte ich damals nicht gehabt. Wo du schon Mann warst, das sage ich auch immer, auch die Leute denken immer, ab 18 lernt man nicht mal zu, es sind immer offene Fragen, ja, und es ist immer voll wichtig, dass man die auslernt und da sind uns auch voll viele Leute dankbar hier mit dem Real Talk. Ja, ich habe letztens sogar rausgehauen, ich lerne hier mehr als in der Schule manchmal. Ja, und auch was Partner angeht, ja. Ganz viele Sachen sind überlistet damit, ja, genau. Man lernt hier aus. Ich habe es damals nicht gehabt. Ich habe damals keine Figur oder keine Person oder ein Vorbild. Natürlich, meine Eltern haben gesagt, ey, lass die Scheiße sein. Aber gerade das, was mein Vater gesagt hat, gerade das habe ich im Gegenteil gemacht. Ich sag mal eine Kunst oder eine Kultfigur, die vielleicht gesagt hätte, ey, es ist auch cool, mal dein Auto richtig einzuparken und nicht in zweite Reihe oder auch wenn du mal mit 120 fährst und nicht mit 300 Sachen, verstehst du, wie ich meine? So, dass mich das vielleicht auch ein bisschen gebremst hätte. Ja. Und die Leute lernen auch immer nicht, dass man sich bremsen lassen muss, sonst wirst du gebremst und es ist keine Frage, ob man es macht, man muss es machen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass jeder seine eigene Erfahrung macht und ich kenne es aus eigener Erfahrung und viel aus meiner Hut und so weiter. Es hätte kein Gespräch der Welt viele Sachen abgehalten von dem, was ich gemacht habe oder was andere Leute gemacht haben. Man muss sich am Topf verbrennen manchmal auch, um zu wissen, weißt du, dass man da nicht nochmal rangeht. Ey, guck mal, natürlich, jeder soll Fehler machen. Es ist auch gut, wenn du Fehler machst, gar keine Frage. Fehler sind auch da, um zu machen, weißt du, wie ich meine? Wichtig ist so, lern daraus, wach auf, weißt du, wie ich meine? Mach nicht denselben Fehler, mach den nicht nochmal. Verstehst du, wie ich meine? Wie du sagst, so, wenn du dich einmal verbrennst, gehst du nicht nochmal, steckst nochmal deine Hand so rein. Viele schon. Und ja, das Schlimmste, was sie machen, ist, Entschuldigung, heute ist schlimm mit mir, immer unterbrechen. Das Schlimmste, was sie machen, ist dann noch den jungen Leuten oder Leuten, Unwissenden, die Fehler schmackhaft zu verkaufen. Das ist das größte Dilemma der heutigen Zeit. Das würde ich auch sagen, das ist auch ein großes Problem. Deswegen, was du vorhin gesagt hast mit der Eigenverantwortung und so weiter, das ist 100% unterschrieben, würde ich niemals widersprechen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, werden aber Leute aus unserem Raum innerhalb der letzten 20 Jahre auch wie Scheiße behandelt, muss man sagen. Und genießen klar, halt die klar. Antiprivilegien, weil es gibt niemanden irgendwie aus einer blonden klar. Großfamilie, der aufgrund seines Nachnamens irgendwie was mitbekommen muss, was da der 12-jährigen kleinen Tochter passiert hat. Absolut. Das geht nicht. Es gilt einer gewissen Bevölkerungsschicht und nach dem 11. September hat dieser politische Krieg gegen diese Leute hat es angefangen und diese Hetze, Rassismus und etc. pp. Hat niemanden härter getroffen als uns. Es würde, glaube ich, nicht mal der Linkeste der Linken würde das abstreiten. Mhm. Und da sieht man dann auch schon wieder, gut, okay, Eigenverantwortung ist eine Sache, da können wir gerne drüber reden, Charo, Bela, Boogie. Aber man darf nicht vergessen, was Politik, Medien und so weiter für einen Rattenschwanz da rangehangen haben. Wir halt, dürfen ja? die aber nicht füttern. Wir dürfen die doch nicht füttern. Das ist es ja, was ich dir sage. So, weil, ich sag dir, die Polizei fährt oder die Regierung fährt Null-Toleranz-Strategie. Verstehst du, wie ich meine? Und natürlich, wenn diese Shisha-Razzien stattfinden, das wird in den Medien so aufgepusht, wir haben da 10 Kilo Shisha-Tabak rausgeholt. Ey, wenn der jemand im Fernsehen in den Nachrichten hört, der mit diesem Milieu oder mit einer Shisha-Bar nichts zu tun hat, der denkt sich, boah, oh mein Gott, 10 Kilo. Hast du das gehört, Harald? Die haben 10 Kilo da unten aus der Shisha-Bar rausgeholt.
aber dass ein Kilo Tabak zu Hause liegt, verstehst du mich mal? Danach fragt keiner. Weißt du? Da gebe ich dir vollkommen recht, aber wir dürfen das auch nicht weiterhin füttern. Weißt du, ich meine, man sollte auch langsam gucken, so zurückrudern. Und wenn da so Park in zweiter Reihe verboten ist, dann packe ich nicht in zweiter Reihe, dann packe ich bald 500 Meter weiter und laufe dahin. So hast du recht. Ja. Einfach alle Aspekte dieser Problematik ansprechen. Jeder, weißt du, ich meine, jeder. Also Politik, Medien sind angesprochen, weißt du, wie ich meine. Und ich sagte auch, das ist ja auch ein Thema so, die können auch nicht weiter immer uns so weiter in die Ecke drängen. Weißt du, wie ich meine, so und... Das, sonst kapseln wir ja noch mehr ab. Und das ist ja auch gerade der Punkt. Und wir müssen jetzt so langsam die Zeit finden, dass wir zueinander finden. Bruder, ich sag dir, solange es einen Feind gibt, hat der Tag Struktur, hat Volker Pispers gesagt. Und das merkt man jetzt gerade auch. Guck mal innerhalb der letzten 2-3 Jahre, wie sich die Kurve verändert hat in Richtung die bösen Moslems, Kanaken, Terroristen, Anschlag, Mannschlag, Charlie Hebdo, 9-11. Ist nicht mehr. Jetzt ist langsam Geimpfter, Ungeimpfter oder wer ist jetzt irgendwie Corona-Seite links, Corona-Seite rechts. Jetzt auf einmal ist es nicht mehr so wichtig. Jetzt hat sich das Feindbild hat sich verschoben. Gib den Leuten immer Hauptsache irgendwas, wo sie gegen irgendwas sein können. Ja. Dann funktioniert der Spaß schon. Bevor wir Kanaken das Feindbild waren, waren es andere. Davor waren es andere. Morgen sind es andere. Das, ja. Wir dürfen nicht weiter füttern. Weißt du, wie ich meine? Wenn wir nicht weiter füttern, dann ist jetzt halt ein anderes Problem gerade aktuell, wie du jetzt gerade erwähnt hast, mit Covid oder geimpft oder nicht geimpft. Aber wenn wir jetzt weiterhin, sag ich mal, Scheiße bauen, stehen wir auch weiterhin im Vordergrund. Und das wir haben auch einen gewissen Teil mit dazu beizutragen, oder? Immer. Ja, aber Belasch hat eine Sache angesprochen, der ich mich so anschließe, von klein auf auch gesehen habe und auch gehört habe von Älteren, immer mit dem Feindbild. Genau, dass immer ein Feindbild erschaffen wird. Ich sage ganz einfach, wenn ich jetzt meine eigene Kamera von mir und B die Kamera hier klauen will und ihr die bewacht, es ist ganz einfach, die Leute abzulenken, indem man sagt, draußen sind welche. Und das kannst du einfach durchschauen. Guck mal, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich in meiner Bubble keine Feindbilder habe. Weißt du, für mich in meiner Bubble. In meiner Bubble bedeutet bei mir im Haus, bei mir auf der Straße, bei mir beim Einkaufen, dass ich da kein Feindbild habe. Und wenn das da jeder für sich schafft, weißt du, ich meine, vor seiner eigenen Tür keine Feindbilder zu erschaffen. Vieles passiert ja auch imaginär, weißt du, ich meine, weil der Nachbar nicht grüßt, vielleicht weil der Nachbar kaputt ist, denkt der andere Nachbar, ah, der hat was gegen mich. Weißt du, ich meine? Weißt du, ich meine, aber vielleicht hat er nichts was gegen mich, vielleicht hat er seine eigenen Probleme gerade zu tragen, weißt du, ich meine? Ja, genau. Und wenn wir da jeder für sich so ein bisschen Feingefühl aufbaut und Empathie, weißt du, wie ich meine? Und mal frage, ey, wirklich so nach dem dritten Mal, wenn er dir kein Hallo gesagt hat, frag ich doch mal wirklich so, wie es geht. So konfrontiere noch mal, anstatt du dir selber deine eigenen Gedanken weiterhin ausmalst und so, dann überschattet das negativ. Immer bist du negativ. Weißt du, wie ich meine? Sei positiv. Versuch keine Feindbilder zu haben. Bei dir in deiner Bubble, beim Pizzabäcker, bei deinem Bäcker, bei dir, bei deinen Nachbarn, bei deiner Waschstraße, bei deiner Tanke, sei mit allen cool. Und dann ist so schon die Welt ein Stück heiler. Weißt sei du die positive Veränderung. Also sag mir ja. Feindbilder, das ist ja das Lustige, sind ja meistens keine Feinde. Nee. Weißt du, wer mal richtige Feinde gehabt hat, der weiß ja, wie das sich anfühlt. Das ist, eigentlich alles nur eine Kopfsache, weißt du, wie ich meine? Und du, jeder für sich selbst entscheidet so, lasse ich diesen Strudel im Kopf weiterrollen, weiterlaufen oder mache ich mal einen Cut? Ja, AB hat es gerade auch sehr gesagt, wir sind alle hier, ich und B machen das gleich, aber wir machen was Ähnliches und dann immer diese Beefs. Irgendwann hat B gesagt, auch Beef ist ab ihn ab tot, so auf der Straße, weil jeder hat mal Beef, aber dann wirklich, das ist, kannst du nicht vergleichen, auch wenn die Leute da fragen, ist zum Beispiel, wo ihr mich angesprochen hattet mit Flair, das ist kein Beef, weil man nicht einmal so dieses hat ausschalten, überleben, das ist einfach nur eine dicke Wolke meistens. Ne? Ja, das ist keine tatsächliche Gefahr, genau, das bedroht dich ja nicht. Ja, genau, Bela. Weißt du, das ist ja wieder was anderes. Deswegen auch, wenn zum Beispiel ein Kumpel von mir hat mal einen aus dem Kanal rausgerettet, der hatte sich mit Inline-Skatern, hat er sich in den Kanal reingeworfen und hat mittendrin beim Ersaufen dann aber die Entscheidung getroffen, doch nicht sterben zu wollen. Dann auf einmal dann springt mein Kumpel da rein und holt den da raus. Ich wette mit dir, ich sage jetzt nicht, was die Konstellation ist, spielt auch keine Rolle. Aber der Junge, der gerettet wurde, hätte bestimmt nie gedacht, dass ausgerechnet er ihn rettet. Das ist es. Das ist doch, worauf es ankommt, oder? Genau so. Das ist es, worauf es ankommt. Ich kann auch den schlechtesten Tag haben, vielleicht habe ich Stress zu Hause gehabt oder irgendein Familienmitglied ist krank. Aber wenn ich zum Dings gehe, vielleicht sehe ich komisch aus oder so, aber ich stehe an der Kasse, sie sagt 20 Euro, ich gebe ihr 20 Euro, Dankeschön für den Zettel, auch einen schönen Tag und gehe nach Hause. Genau. Dann habe ich niemandem was getan. Genau so ist das. Dann ist egal. Lass mich meine schlechte Laune haben. Ich habe vielleicht meine Gründe. Sei so, wie du wirklich. Behandle die anderen so, wie du dich selbst gerne behandeln möchtest. So ist es. Ja.
Und denkt euch immer dran, es ist egal, was der Wettermann sagt. Egal, was der Wettermann sagt, genau. Ich dachte, jetzt kommt Belas berühmtes Nazi-brennt-im-Haus-Beispiel, dass wir ihn trotzdem retten würden. Das finde ich auch ja, mal gut, sehr man geil. Man weiß ja nicht, dass es ein Nazi ist, wahrscheinlich, wenn es im Haus brennt, aber weißt du, so Hauptsache, man hat so ein bisschen Eier, ein bisschen Zivilcourage, weißt du, solange du nicht der Meinung bist, dass du dein eigenes Leben verlierst, kann ich ja verstehen, aber manche Leute sind hier heutzutage sind so großmäulig und stellen sich so als beste Menschen von Gott geschaffen, persönlich da, aber dann, wenn irgendwas passiert, ich wette mit dir, die gehen. Weißt du so? Und das ist halt so diese Scheinheiligkeit. Am Ende kommt es nicht drauf an, was wir alle labern. Wenn es drauf ankommt, dass wir handeln, dann wird unser Charakter sich zeigen. Und alles andere ist egal. So ist das. Wir sollten auch nicht die mit der Zunge überzeugen, sondern einfach durch unsere Taten. Ja. So ist es, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich habe noch, demnächst kommen wir ein bisschen zum Schluss. Ich wollte aber gerade noch mal ein bisschen über den Sport reden, weil ich wusste nicht, dass du auf der Bühne warst. Mhm. Man sieht, es lässt sich nicht leugnen, klar. Immer schon Sportler, wahrscheinlich Kampfsport, dann Bodybuilding. Mhm. Aber du warst schon auch so mal richtig trocken. Also hast richtig mal Offseason und so. Ja, genau. Ja, richtig. Erzähl doch mal, wann war dein letzter Wettkampf? Wann hast du mit dem Sport angefangen? 2019 war, also Sport mache ich so wirklich seit meiner Jugend. Und für mich hatte ich damals entschlossen, das war im Jahr 2019, dass ich da nochmal auf die Bühne gehe. Das war alles im Amateurbereich. Hab wie alt warst du dann genau? Also ja, 35, ne? 35, ja. 36, ja. War alles im Amateurbereich. Ich habe mich aber wirklich sehr gut geschlagen. Gab mir auch nochmal so ein gutes Gefühl. Hat mich auch mental wachsen lassen, weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, so der Araber, der Libanese mit rasiertem Body, mit rasierten Beine, mit einem Slip, weißt wie ich meine, steht auf die Bühne und ist da am Flexen, weißt wie ich meine, das ist ja auch nicht mal so eben gemacht, du weißt ja so. Das kennt mir nicht, aber das ist bei uns immer der Knackpunkt. Ich auch zu meinem Trainer damals, als ich gut war und nicht mal boxen konnte und Body gemacht habe, Baby, rasieren, jeder soll es machen. Und auch das Einölen, aber der Tanga... Oder bei dir ist doch nichts da. Wenn ich mich rasieren muss, dauert länger als die Competition. Aber ab den Tanga wird es eng. Aber ihr werdet lachen. Irgendwann habe ich auch mit einem ähnlichen Slip trainiert beim Beugen, weil die immer gerissen sind. Jetzt erzähl aber. Du hattest in der Offseason dann wie viel? Wann warst du hart? Warte mal, beim Beugen ist dein Slip gerissen, oder? Ich dachte, ich kenne alle Storys. Haben wir noch Bilder davon? Dann wäre es schön, wenn du die einblendest. Ich verlose den Slip. Also Offseason, ich hatte damals begonnen mit 112 Kilo und war mit 84 Kilo auf der Bühne. 1.7. hatte ich angefangen mit meiner Diät und der erste Wettkampf war 19.10. die Dennis Wolf Classic. Ja. Crazy. Ja, warst du natural? Ja klar. Sek plus natural. Gibt es eine andere Antwort? Hast du eine andere Antwort von irgendjemand erwartet? Nee, aber das wird mir der Charo bestätigen. Mittlerweile gibt es wirklich auch ein paar Wettkämpfe. Das ist freiwillig. Klar kann man bescheißen, weil die viel natural sind. Und 84er wäre dann schon eine schwerere Liga von denen. Das ist ein ganz komisches Thema. Also schau mal, also das Natural ist auch kein Natural mehr, weißt du, wie ich meine? Und ich sag mal so, es gibt aber immer noch nicht so ein Zaubermittel, was sich von heute auf morgen breit macht, ja, und es gehört immer noch eine Menge Arbeit und Disziplin dazu, sonst würden wir alle wie He-Man rumlaufen. Ja, der einzige Blonde mit Eiern, nach mir. Weißt du, sonst würden wir wirklich so alle breit rumlaufen oder gut aussehen oder muskulös rumlaufen. Das Zaubermittel gibt's nicht, ja, und da steckt eine Menge Arbeit und Disziplin dahinter. Trotzdem wirst du auch unterschreiben, der, was ich schon tausendmal gesagt habe, in jedem Sport, mein Vater sagt immer, no dope, no hope, überall ist Doping, nur bei uns sieht man den. Weil der Radfahrer ist genauso voll mit Stoff oder der Schwimmer, nur bei uns sieht man es. Also absolut, ist auch wieder eine Mythe. Absolut, absolut. Früher dachten sie alle, wir sind behindert mit einem dicken Arm. Absolut. Ja, solange man nicht so ein aufgepumpter Sesamatze ist, die gar nicht trainieren, du weißt doch, diese komischen, die sehen aus, als hätten sie Sesamöl oder was. Keine Ahnung. Das ist eigentlich schon sehr traurig. In manchen Ländern spritzen sich, glaube ich, sogar ganz normal. Ja, das meint er, bitte. Das meint er. Das sieht schrecklich aus, Bruder. Also wirklich, ich glaube, das wird nicht gut altern, dieser Trend. Das ist in Brasilien ganz in. Also bei uns im Studio nie verallgemeinern, bis auf einen, der wollte auch wirklich bei uns fahren. Schierkamp manchmal, Schramm war bei uns. Kennst du die, also auch das alles Namen und die Szene war ja sehr klein damals auch und deswegen war auch mal so Leute wie Möller und die kannten Stallone über 80er Jahre und da war eine sehr krasse Geschichte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ralf Möller sah krass aus, war? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe mal so ein, also dass er krass aussah, aber ich habe letztens ein Bild gesehen, er sah aus wie Broly von Dragon Ball. Ja. Also das war noch voll gelehrt. Ich wollte aber was sagen. Weit vor gelehrt, da hat er sehr gute Zeiten gehabt. Wer waren denn deine so Idole? Was waren die besten? Meine Idole, schau mal, also wer mich wirklich sehr prägt, auch von seiner Story her, ist Arnold Schwarzenegger. War klar. Aber nee, nicht war klar. Warum war klar?
Weil Arnold von allen genannt wird, das meine ich. Bitte? Arnold wird von allen genannt. Er ist halt so die Ikone. So. Ja, aber der hat ja auch wirklich was geleistet. Schau mal, der war der Schauspieler. Mhm. Ja, der hatte, glaube ich, nur 2-3 Wörter in seiner ersten Hauptrolle gehabt. Da hat man den alle ausgelacht. Hier, guck den an. Kein Haar, kein Hals, kein Hirn. Herkules, ne? Ja, genau. Oder Conan der Barbar, glaube ich. Nee, das war der zweite schon. Oder dritte. Herkules war der erste. Da hat er nur 2-3 Wörter geredet. Da wurde er wirklich belächelt. Wird es nicht schaffen. Guck mal, hat in Hollywood richtig krass abgeräumt. Dann hat er gesagt, ich will in die Politik. Da hat man den noch mehr ausgelacht. Weißt du, wie ich meine? Und dann ist er doch Gouverneur von Kalifornien geworden. Weißt du, ich meine, ob er da seinen Job gut gemacht hat oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber der hat sich so, schau mal, als Europäer in Amerika super durchgeschlagen. Ja, hat ein Statement gesetzt. Und abgesehen ist so, einfach nur, dass er sich unabhängig ist von den Sportlichen, dass er sich so durchgesetzt hat, finde ich mega. Aber du würdest mehr jetzt rein von der Ästhetik und so, lieber Arnold oder so Ronnie Coleman, diese übertriebenen? Am allerbesten Markus Rühl. Markus Rühl, der hat brutale Zeiten gehabt. Ich feiere den Atze auch und ich hoffe, der hört den Podcast auch und dass er sich mal bei mir meldet oder in seine DMs mal reinguckt auf Instagram. Garantiert krebserregend. Ja. Rühl feiere ich immer, Alter. Ja, den liebe ich so krass. Rühl. Ich habe ihn schon eingeladen. Herr Rühl, kommen Sie in Podcast. Ja, kommen Sie, weil das Geile an Rühl ist, das ist auch durch die neue Zeit. Wir kannten den früher alle, unsere Besten hatten den als Vorbild. Monster. Aber in der Flex hast du die Witze nicht gehört. Und jetzt durch Multimedia, genau. Social Media kennst du ja seine Stimme auch, genau. Die Witze. Ja, aber warum schreibt er sich? Hast du den auch schon eingeladen? Ich glaube, er hat die Nachricht nicht gelesen. Und ich habe das Gefühl, er hat keinen Bock auf dieses Social Media. Weißt du, ich meine? Aber ich denke so, er hat auch noch... er hat eine Menge erlebt und er hat noch eine Menge zu sagen, denke ich. Ja. Unabhängig jetzt so auf seine... Seminare, so, weißt du, wie ich meine? Also, da sind doch ein paar coole Fragen, die ich gerne mit dir an dir stellen will. So eine Type, eieiei. Und ja. Bela schon, Top-Typ, ja. Markus, wenn du das hörst, wirklich, komm mal vorbei, melde dich beim Boogie oder beim Charo. So, ich denke mal so, du hast noch eine Menge zu erzählen, was gehört werden muss. Und erzähl uns mal von den alten Zeiten. Unser einziger Mr. Olympia-Wettbewerber war von der Zeit damals. Von der Zeit damals? Nee, Günther Schlierkamp war auch noch dabei. Schlierkamp, ja. Schlierkamp habe ich verwechselt mit Schlierkamp. Habe ich verwechselt, genau. Ja. Aber eins ist richtig, ich glaube, Markus Rühl hat mal den zweiten oder dritten gemacht. Das knapp war, neben Ronnie Coleman, ne? Ja, der war, also Rühl war immer eine große Konkurrenz für die ganz Dicken aus den USA. Und ich sag mal nochmal so, als Deutscher ist es nochmal schwierig, so auf der Olympia zu gewinnen. Aber für mich, wenn du jetzt der Bilder sagst, so, wer ist so der. Top-Typ, ich sag mal so, Markus Rühl, Nasser El Sombati sind so für mich meine Favorites, weil die einfach so eine brutale Masse mit sich gebracht haben, weißt du? Der zweite Bruder, wer war das? Nasser El Sombati. Auch alte Zeit? Ägypter, ja. Ägypten, ja. Mhm. Okay, ist es auch so bei diesem Bodybuilding-Kram und so, dass man so wie beim Wrestling, Boxen und so, das Gefühl hat, früher war alles geil und heute nicht so sehr? Oder gibt es heutzutage diesen Hype überhaupt? Also gibt es Leute wie Markus Rühl oder so, zu denen man aufschaut? Das Problem ist, schau mal, früher war es weniger. Deswegen war es noch neugieriger. Jetzt ist der Markt ja teilweise übersättigt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, dann denkst du, okay. Früher gab es ja nur die Sportrevue oder die Flex-Magazin. Da hast du dich voll darauf gefreut, weißt du. Ja. Jetzt ist der Markt übersättigt. Jetzt gehst du durch Reels, TikToks, hast du überall Viecher zu sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Unser Boxtrainer hat immer gesagt, die Flex ist das Märchenbuch für Erwachsene. Also immer... 140 Kilo, dann immer 3 Eiklar. Keiner erzählt von seinem Medikamentenschrank. Aber ich liebe den ganzen Sport und da leuchten auch meine Augen immer auf. Ich war vorhin so euphorisch, dann brudeln 1000 Geschichten in meinen Kopf. Mhm. Ich wollte sagen, bei dieser Ölfraktion, das war meistens, man darf nie verallgemeinern, bei nix, aber dann schon der andere Schlag. Wir wollten immer so Heavyweight, den Sandsock auch punchen, martialisch und so Öl oder hier 8-Pack mit abtrocknen und so war nicht immer unser Ding. Ja. Also Öl, ich hätte keine Ambition, Öl im Arm zu haben. Nein, auch Mann. Bei Stoff. Öl ja. Auf gar keinen Fall. Nee, aber so ein Sixpack sollte man schon sehen. Ja, wenn man es dazu kommt. Ich weiß, als Kampfsportler, unser Trainer meinte, der richtige entwässerte Sixpack ist gar nicht so gut für einen Kampfsport, weil ein bisschen Fett muss drüber sein, um den Schlag zu dämpfen. Da hat der gute Mann mein Alibi. Ganz unrecht. Ja. Toller Sport. Was ist passiert eigentlich mit Flair? Jetzt, wo wir schon dabei sind. Dicker, ich habe ihn ganz sportlich rausgefordert. Dann hat er wieder den Flair gemacht. Rambo-Anrufe, ja. Ach, kam nochmal Anrufe? Nee, nicht Rambo-Anrufe. Irgendwie ein Statement hat er gemacht. Also Instagram. Dass ich ihn nicht nerve, ja. Ich muss ihm mal wirklich zeigen, was ich mit Leuten mache, die ich nerve, ja.
Also die können am nächsten Tag nichts mehr posten, aber er wollte nicht boxen. Ich dachte dann... Fand ich auch ein bisschen frech mit dem Nerven. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Diese Reaktion hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, weil er die ganze Zeit sich ausgekotzt hat darüber, dass Bones seit 2-3 Jahren diesen Boxkampf nicht annimmt, dass wenn jetzt ein anderer ihn herausfordert, dass er selber nicht zum Bones wird eigentlich. Ja. Und dann sagt er, lass mal machen. Weil du hast ihn sehr edel herausgefordert. Wirklich? Das war also korrekt. Ja. Das war eine korrekte Art und Weise. Kann man nichts sagen. Und das gravierte... Da war nichts mit Einzelkampf. Nein, also, ey Baby, das schlimmt. Da siehst du auch mal, dass er Lichtjahre davon entfernt ist, jemals Straße gewesen zu sein. Ein Einzelkampf, und ein Boxkampf sind doch Welten dazwischen. Ich meine, wir werden hoffentlich inshallah nie einen Einzelkampf oder einen Kampf haben, wo man kämpft. Aber Boxen ist Sport, 12 Unzen und ey, da sind Welten dazwischen. Ne? Ich hatte zu Inan Abi im Auto gesagt, wer wirklich denkt, weil er ein guter Boxer ist, dass er auf der Straße alles rasiert, denkt er auch, weil ich besser Schach spiele, bin ich mehr Gangster als Inan Abi. Also ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass man dieses Event vielleicht noch auf die Reihe bekommen kann. Vielleicht hat dieser Bruder das auch durch die ganze, er wird ja öfters mal irgendwie angegriffen und so, dass er das in den falschen Hals bekommen hat. Aber du hast wirklich korrekt auf eine Sache hingedeutet, und zwar, dass da überschwemmt wurde, dass ein Boxverein ein bisschen Geld braucht. Hast gesagt, kein Beef, professionell. Ich habe das Event schon in meinem Kopf ausgemalt mit der Undercard und den Ringgirls. Ich wusste schon alles in meinem Kopf, wie es abgeht. Deswegen, Bruder, komm schon, Alter. Weißt du so? Bruder. Also. Olaf, der kommt vorbei. Ey, wirklich auch? Dann hab ich auch gedacht, ich mach Catering an dem Tag. Ja, siehst du? Catering an dem Tag. Dieses Event wird immer größer, Bruder. Also ich hatte Hoffnung, ehrlich gesagt, dass es stattfindet. Ey, das soll auch ganz sportlich ablaufen, ohne irgendwelchen Beef und auch irgendwie auf Territorium, was voll einfach auch friedlich ist und so einfach nur Liebe sein. Guck aber in die Kamera, was ist deine Prognose für den Kampf? Wenn er nicht stirbt, zählt's nicht. Schmerz. Ey, wirklich, komm bitte, Flair, lass uns kämpfen, Baby. Ich box gegen jeden. Kämpfen. Hast du jetzt gesagt, Boxen. Aber Boxen, du musst ja Boxen. Nicht kämpfen. Ey, guck mal, als ich das gesehen habe, kam ich gerade vom Sparring. Ah nein, ich war auf dem Weg dahin. So, jetzt muss ich mir eine Sache... Ich muss noch eine Sache... Das ist mir die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Mhm. Ich denke mir, ich habe von voll vielen Rappern bisher schon gehört, lass uns boxen, Event machen, dies, das. Das hat mit Straße sowieso gar nichts zu tun. Ja, wenn ich Sparring machen gehe, mache ich das mit meinen Teamkolleginnen. Das sind so meine Kumpels, wir versuchen zu lernen. Das ist, dann machen wir Sparring. Aber wenn du Beef auf der Straße hast, machst du kein Sparring. Dann sind auf einmal das Regelbuch wird geändert. Mhm. So, aber auf dieser Nummer hier, Leute wie ich, wir zahlen 60 Euro im Monat, damit wir das zweimal die Woche machen. Ja. Ihr könnt so viel Geld verdienen, macht doch. Das einzige Mal, glaube ich, in der ganzen History war OJ Kingpin gegen Tony. Hat ja auch gesagt. Das Schlimmste, das Peinlichste fand ich bei Jigsaw. Gab's das? Jigsaw war, die haben gemacht. Ja. Bei Jigsaw war es wirklich, obwohl ich die nicht negativ eingestellt bin, war nur noch peinlich als Rapper, das alles zu beobachten. Und ich dachte gerade... ich weiß es nicht. Ja, ist alles so ein Dilemma. Oder auch Cengiz, jetzt keine Fitner. Ich kann darüber nur schmunzeln, weil ich weiß so viel vom Boxsport. Was war mit Cengiz? Der wollte auch jemanden boxen. Ja, oder? Aber das ist alles so strange. Aber der ist doch zu dick, der Bruder. Da musst du erstmal richtig abnehmen, wirklich. Alter. Und ich wollte auch sagen, ich weiß so viel vom Boxen, dass ich kein Boxer bin. Aber ich dachte, bei Flair und Rappen und so ist es eine lustige Attraktion. Und einfach dachte, er hat voll Bock drauf. Ich war da auch sehr traurig. Und wer mir, Ich muss sagen, ehrlich, wo ich die Story gesehen habe bei dir oder bei Rapcheck, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ich fand diese Ansage sehr süß. Ehrlich. Ja. Und auch nicht falsch zu verstehen. Ja. Und vielleicht hatte Flair einen schlechten Tag gehabt, ist falsch aufgeschrieben. Vielleicht denkt er gerade drüber nach und sagt, ey, ich zieh mir doch die Handschuhe an und gebe mir Boogie in den Ring. Und herzlich eingeladen, war auch Bruder. Jetzt mal Real Talk. Es war auch einfach das Ding, an dem wurde dann die Woche davor, wirklich, wo ich ein bisschen angewidert auch war und vielleicht immer noch leicht bin, aber dann hat Beko angerufen, das ist ja der Kumpel von Flair und von meinen Abis ein Freund. Wir haben geredet so auf Augenhöhe über Flair. Ja. Natürlich, dass das jetzt auch kein richtiger Beef ist. Dann später rief Papa Ari an, den ich auch höchstgradig feier, der dann irgendwas ganz anderes erklärt bekommen hat. Dann habe ich gesagt, nein, das ist auch nicht so. Und stille Post wieder? Naja, irgendwie das für irgendwelche Leute, ob ich da nur was involviert bin. Baba Kerl, er wollte wieder einfach nur Frieden sorgen. Aber dann dachte ich, es ist mir zu affig. Und dann wollte ich mit diesem Statement beim Boxen einfach nur sagen, ey, cool, guck mal, wir haben ja gemeinsame Freunde, wir werden uns nie beefen und das ist auch eine andere Liga, aber lass doch mal sportlich einfach gegeneinander boxen, also wirklich. Und ja, und einen Einzelkampf gibt es in Langwitz wie in Kreuzberg auch gar nicht, weil Langwitzer kommt zu 20 zum Einzelkampf, aber Boxen ist doch fair und ich meine, ja. Ich fand es gut, so auch so unter diesem Motto, so dass ihr diesem Boxverein helfen wollt, dass wenn die Gelder reinkommen, dass das diesem Verein zugutekommt, das fand ich stark. Ja, finde ich auch. Ja, da würde ich auch nochmal tief in die Tasche greifen und für das Ticket für ganz vorne nochmal
einen dicken Preis hinlegen. Obwohl er das Catering macht, wie edel, Bruder. Ja, Mann. Wow. Ich will Vis-à-vis als Ringmädchen haben. So. Vis-à-vis als Ringmädchen. Ja. Wer wäre denn der Schiri? Hä? Wer wäre denn der Schiri? Bushido, der ist so fair, Mann. Digga, lass doch lieber El Guni als Ringmädchen. Ja. Vielleicht. Ey, gut, ich habe auch Flair gesagt, es gibt keine Dopingkontrolle. Vielleicht hat er deswegen gezittert. Upsi. Der alte Testo Rambo. Ist doch gut dann. Ja. Keine Dopingkontrolle, dann offenes Spielfeld, Bruder. Ja. Man muss ja dazu sagen, du bist ja eigentlich an und für sich mit den Jungs aufgewachsen. So, ja. Also du feierst Agro-Berlin-Ära, Flair war bei dir, du hast ihm auch den Respekt gegeben und so weiter. So. Weißt du, für dich ist es ein bisschen eine andere Perspektive, so, ne? Wenn du das hier so betrachtest. Wie hat sich das denn für dich entwickelt, Bruder? Wie meinst du? Na, die Jungs, die sind jetzt ein bisschen älter, das ist nicht mehr die Zeit, wo du jetzt deren Tapes vielleicht gepumpt hast und so weiter. Bist du immer noch Fan? Also vom Bu wirklich sehr enttäuscht, mehr als enttäuscht. Ja, Flair ist immer noch für mich immer noch Flair, ja. Eckt immer mal hier und da an, aber Flair hat einen coolen Style, feiere ich. Ja, und ich finde es auch musikalisch, hat er sich immer wieder weiterhin gut entwickelt. Sigi, Sido, der hat mich geprägt. Ich muss auch sagen, bei Sido, ohne Witz, seine Alben habe ich früher immer gekauft und die Deluxe Edition. Ja, ohne Witz. Und die Bu-Dinger, die habe ich immer gebrennen lassen. Damals konntest du, ohne Witz, weißt du, und dann gingen die Flatterbriefe raus. Weißt du, irgendwann kommt der Kollege und sagt, ich habe hier eine Anzeige vom Anwalt bekommen. Hier. Hat er schon früher immer Anzeige raus, war bei Goldesel alle verklagt. Ohne Witz, ja. Das waren die Zeiten, wo zu Staatsfeind Nummer 1 und so, wenn du die gebrannt hast, musst du aufpassen, dass du hier keine Anwaltsbeschreibung bekommen hast. Klagfeind Nummer 1. Ja, Mann. Und Sigi heute auch top. Top Kerl, wirklich top Kerl. Und ich feiere die Berliner Szene. Wie gesagt, der Einzige, von dem ich krass enttäuscht bin, Bu. Weißt du, ich meine, wie der sich früher in seine Texten gestellt hat. Und wenn man jetzt heute guckt, natürlich wird man irgendwo älter und reifer, gar keine Frage, ja. Und vielleicht, wenn man damals homophob war oder schwulfeindliche Äußerungen gemacht hat und heute vielleicht nicht mehr, ist das vielleicht so ein Prozess der Entwicklung und der Reife. Aber wenn du wirklich so jahrelang den Markt so gepiesackt hast, weißt du, wie ich meine, und andere Leute im Vordergrund gestellt hast, die für dich den Dreck weggekehrt haben, weißt du, und dann nochmal im Nachhinein diese Schlammschlacht so abgezogen. So, wirklich. Ich bin froh, ohne Witz, dass ich seine CDs immer nur gebrannt habe. Ja, und von Sigi damals wirklich immer gekauft. Um das nächste Wert, die sind gebrannt. Ja. Und das war auch wirklich immer nur so. Ich wollte Sigi immer eigentlich auf die Eins sehen, obwohl ich mit Bushido so mochte, weißt du, wie ich mal um seine Musik gefeiert habe, aber ich wollte, dass sie sich immer so konkurrieren. Weißt du, wie ich meine? In den Charts. So, weißt du? Und ich wollte immer so, dass meine Kohle an Sido geht. Das ist ein Flo-Ding, wa? Sido Original, Bushi Rolling. Ja. Ja, was war mit dem Collabo-Album? Hast du das gefeiert? Als sie zusammen ein Album gemacht haben? Das war ein Schock. Das war erstmal ein Schock. Ja, wo 23 eingekündigt wurde. Das war ja damals auch nochmal so ein krasser Trailer. Wie war das denn nochmal? Hatten die so. Es kam immer nur die Zahl 23 und dann kam dieser Kinofilm, meine ich, ne? Und das Video meinst du, dieses krasse Video? Dieses krasse Video, so Hollywood-Film. Genau, das war krass. Mit dem Burka und den Waffen. Genau, und ich meine, Spectre hat das damals gemacht, ne? Definitiv, ja. Ja, und das war so krass, das Video, dass du eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken konntest, so, warum sind die jetzt auf einmal wieder zusammen? Weißt du, wie ich meine? So, du musstest das erstmal verarbeiten, so das Video und das. Ja. Habt ihr das eins? Ich habe ja viel verfolgt und zum Beispiel Frohes Fest, einer meiner Lieblingstracks, aber das Album habe ich kaum verfolgt, 23. Da waren Peter Maffay und dann waren die bei Markus Schwanz, da waren die bei Markus Lanz und dann aber gab es doch mitten bei Markus Lanz wiederum eine Fitna, dass Peter Maffay gar nicht wusste, was die da alles rappen. War da nicht irgendein Skandal? War das mit Kennt Peter Maffay oder war Peter das nicht mit Biene Meier da, sag mal schnell. Nein, das war Dravi Deutscher, glaube ich. Karl Gott. Der hat beim Film mitgemacht, aber ich habe letztens Fitnabu und Sigi bei Markus Lanz gesehen und da war Peter Maffay, genau. Ja. Und einen Tag später hat er sich davon wiederum distanziert, dass die doch homophob sind oder so. Aber, Album 23 waren auch nur zwei, drei Lieder, die man so pumpen konnte. Weißt du, ich meine, wie gesagt, der Trailer oder das Video, dieses Hollywood-Blockbuster, der war so krass, weißt du, wie ich meine, so, dass das 23 so gelebt hat und da hat Spectre Bombenarbeit gemacht, weißt du, wie ich meine? Das ist, ich finde so, nicht der Inhalt oder die Lieder waren cool, sondern dieses Produkt, Video. So, ne? Das Video. Ja, das Video, das war auch nochmal so eine ganz andere Welt in der Deutschrap-Szene. Da war ja, Street Cinema hatte zu dem Zeitpunkt coole Videos gemacht und dann kam 23,
das Lied, weißt du, mit dem Video. Und das hat... Muss man auch Buhl lassen, ja, auch wenn ich da auch schon längere mit dem Kopf geschüttelt habe, dann auch wie du, die ganze Change und so, der Wechsel und davor auch, er hat ja wohl noch nie was gemacht, was nicht gut in Szene gesetzt wurde, was marktstrategisch schlecht war. Also es waren, die Videos waren immer Baba. Ja, ja, das hat er drauf. Ja, steckt da halt immer gut also Etat. Immer auch Budget drin, aber, danke, ja, auf jeden genau Fall. Das wollte ich sagen. Ja gut, ey, ich meine, man muss ja auch nicht immer eine ganze Legacy auslöschen, ja, weißt du? Ja. Also man kann ja immer noch die Vergangenheit, kann man immer noch sagen, guck mal, damals Album, Video, Ästhetik, Image, hat schon alles irgendwie Sinn gemacht, aber heutzutage bin ich nicht mehr down mit dem, was du repräsentierst. Das ist ja legitim. Schau mal, ja, natürlich, aber du hast ja die Mucke hast ja irgendwo gepumpt und gefeiert, irgendwo hat sie dich auch geprägt. Und wenn du jetzt ja so siehst, so kannst du... Ist wenn Enttäuschung? Du, weil, ja klar, weil ja, ich sag mal so, es gibt die Alben, die hast du früher wirklich gefeiert, gerne gehört. Mhm. Und heute, wenn die laufen, sagst du direkt, mach weg den Scheiß. Ja, wenn man die Materie kennt, weil ich ziehe parallel nicht, mit genau Dre, das sagt B auch immer als Beispiel, ich pumpe noch die Chronic, ich weiß über Dr. Dre so viel, dass der nicht einer von meinen Dogs hier wäre, aber dann höre ich dann trotzdem doch gerne Nothing But a G-Sing. Ja, so, ja, ja. Ja, wisst ihr, was ich meine, Freunde? Hat B auch mal schon. Aber die sind so ein bisschen über den Teich, weiter weg. Genau. Das ist schon ein bisschen näher. Genau. So, ne? Man genau, fühlt sich genau verbunden mit denen. Genau, genau. Früher warst du gepumpt, wenn das jetzt heute läuft, auch läuft, weißt du, oder zufällig in eine Playlist reinkommt, sagst du direkt, komm, mach weg. Ich glaube, bei Bu ärgert weißt auch du, alle, dass du, er einen. Wenn du Siggi dann hörst, weißt du, wie ich meine, gerade noch hier auf dem Weg von NRW nach hier, weil habe ich mir nochmal das Album Ich gegeben, genau. Und. Mega Album mit Straßenjunge, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Straßenjunge, an dem Tag, wo ich verhaftet, der ja Albtraum dreht für mich, da bin ich doch ganz kurz im Video. Kein Killer und kein Nein, Junge von der Straße. Ey, an dem Tag rief mich die Schwester von meinem Freund an, ich bin beim Videodreh bei Siggi, SEK stürmt Block, weil mich gestellt. Ja, berühmte Story auf jeden Fall. Hast du, was ist denn aber mit deiner Connection zu NRW? Das ist auch nochmal interessant. Weil letztens war hier Bego. Der hat erzählt halt, es gab ja diese Hamad und Cousin von Arafat-Geschichte und so weiter. Ja, das war ja auch eigentlich im Hintergrund von Hip-Hop mit Bushido und so weiter. Wie hast du das denn erlebt damals? Ja, ich saß im Knast und Hamad hat mich besucht. Er sagt, ey, komm, ich will gerne was machen. Ich hatte meine Besuchszeiten gemacht. Komm, lass ein Album machen. Und bevor ich reingegangen bin oder kurz bevor ich reingegangen bin, hat man schon ein Album, ein Street-Tape gearbeitet oder ein Mixtape für Hamad. Das hat man auf den Markt gehauen. Und dann sind schon 3 Jahre oder so vergangen, Knast. Und dann kam Hamad mich besuchen und sagt, ey, ich will gerne nochmal was machen. Und ich habe zu denen Hamad gesagt, ey, guck mal, wir können gerne was machen, aber du musst dich ändern. Ich will nicht hören, wie dick deine Eier sind, wie lang dein Schwanz ist und wie hart du bist. Das will ich nicht hören. Wenn, dann lass uns eine andere Schiene fahren. Ändere dich ein bisschen und können wir auch was reißen. Nein, ich will das machen, ich will das machen, ich will dies machen. Und ich hatte da auf Undercover mein Handy gehabt, ne, und kriege mit dem Beef zwischen Arafat und Hamad. Und das war Ramadan-Zeit und ich denke mir, warum, Jungs? Weißt du, ich meine so, ich kenne beide Parteien, beide cool und gerade auch in Erkenschwick. Ich habe in Erkenschwick 12 Jahre gelebt. Ali ist sehr guter Freund, ja, und sein Bruder Ahmed, top Jungs. Hamad finde ich so, hat zu sehr die Schiene rausgelassen, weißt du, wie ich meine? Also ist über die Stränge geschlagen. Ich mag den, ich feiere den, aber der hat in dieser Hinsicht, finde ich, über die Stränge geschlagen. Es muss nicht sein. Hat sich provozieren lassen, ne? Auch. Hat sich provozieren lassen, weißt du, wie ich meine? Und wer was lebt, guck mal, keine Religion, also meine Religion sagt nicht, ich soll dir die Deviten auflesen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du Scheiße baust, baust du Scheiße, du stehst alleine vor Gott und rechtfertigst dich. Und wenn die Jungs ihre Musik in Ramadan releasen wollen, dann releasen sie in Ramadan. Ist nicht dein Bier. Weißt du, wie ich meine? Und wo der Streit so angefangen hat, ich war extrem verärgert. Traurig, weißt du, wie ich meine? Weil ich bin mit beide cool, weißt du, wie ich meine? Und irgendwie steckst du da so mitten in diesem Dilemma. Scheiß Situation, war mir gar nicht bewusst, dass du so mit Hamad überhaupt musikalisch und geschäftlich bist. Ja, klar. Der war ja auch so zufällig die Frage gestellt einfach. Ja, ja. Crazy. Der war auch da. Ja. Auch noch zu der Zeit, wo du auch noch drin warst, das musst du extra belastend gewesen sein. Hast ja dann alles gehört dann von da außen, was passiert ist. Ich war auch zu dem Zeitpunkt an der App am Arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Damals Beef Over Germany. Nee, was war das? Das war eine App. Das war so Feuer über Deutschland, über Beef oder was? Ja, du konntest so auf dein Handy, Echo Fresh könnte gegen Qatar kämpfen und Eva könnte gegen Fahrt kämpfen. Da waren so Charaktere. Ach so, ganz anders, okay. Ja, aber das habe ich in der Neuzeit gesehen, nicht mit diesen Catchern, wo ich auch mitmache. Ich suche die ganze Zeit denjenigen, der das gemacht hat. Es gab mal so einen Trailer, da ist Echo, ich... Und dann kämpfen wir auch als Catcher, ja, so ein Trailer.
Ja, im Internet. Beef over Germany auf YouTube, meinst du? Aber du warst doch nicht mit dabei. Vor einem Jahr oder so ist das ein bisschen viral gegangen. Vor einem Jahr, das war im 2014, 2013, 2014 okay. War das. Ja. Das ist was anderes, was du meinst. Ja. Du bist immer voll positiv. Du hast doch nie bei Beast Kitchen über einen schlecht geredet. Nein. Und da ist ja auch schon immer sehr viel Shit. Ich versuche auch nicht über Leute zu reden, sondern mit Leute. Weißt du, wie ich meine? Und, Bombe. Alle zu Herzen nehmen. Auch unser Motto von mir und B, wir nehmen jeden am Tisch. Das ist voll wichtig und das war voll großartig. Ja, Mann. Ihr macht coole Sachen, ehrlich. Ich feiere euch auch. Schön, euch. Wir feiern dich auch, Bruder. Also vielleicht sehen wir uns ja bald mal bei dir dann hier auf 600 Kilo Fleisch, damit der Bruder hier auch befriedigt wird. Die Mafia hat das endlich in deinem Überred den nochmal, wir machen was Veganes. Mann. Ja, klar. Ja. Also wenn ich wirklich wünsche, wir machen einfach was. Octopus. Ja, aber vielleicht mal etwas, was du nicht überall bekommst. Ich mach dir euch was Geiles. Wenn du jetzt Octopus sagst, ich habe jetzt ein Gericht im Kopf, Endstation. Ach, lass dich überraschen. Also ich esse alles, was im Wasser schwimmt, außer U-Boote. Alles, was im Himmel fliegt, außer Hubschrauber. Ich werde dir was Brutales zaubern. Ein Octopus-Hotdog mit Shrimps. Lass dich überraschen. Bruder, ne? Da läuft jetzt der Sabak direkt aus dem Mundwinkel runter. Ja, ja. Ich kann es sehen, aus dem Augenwinkel, Bruder. Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei, Bruder. Aber wenn wir auch mal was vegetarisch, veganes oder so machen wollen, ich kann auf jeden Fall sehr, sehr gute Burger. Sehr, sehr gute Burger. Schau dir erstmal Serai an. Mhm. Orient trifft vegan. Ehrlich, Orient trifft vegan. Gib ich mir 100%. Gib dir die und dann sag mal immer noch, ob du Burger machen kannst oder nicht. Bruder, ich sage dir, ich kann Burger machen. Unterschätzt mich nicht. Reden wir, Baby, reden wir vom veganen Burger oder richtigen? Vegan, vegetarisch, Hauptsache kein Fleisch drin. Okay. Also kein Fleischpatty. Ja? So, der Rest ist easy, locker. Weil, ganz ehrlich, manche Sachen gehen nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine vegane Pizza gegessen, die mir gefallen hat. Pizza, Käse, muss rauf. Schau bei Serai vorbei. So, weißt du, man kann gerne Teig machen, Zucchini rauf und Gemüse und keine Ahnung was, aber ich mag auch diese Ersatzprodukte nicht, diese Fake-Käse. Du liest hinten durch, Bruder, du kriegst beim Lesen schon Krebs. Ja. Warum machst du nicht Käse rauf? Ist gesünder. Aber so viel Sachen. Da verstehe ich auch die Veganer nicht, ne? Guck mal, wenn die vegan essen wollen, immer vegan Schnitzel, vegan Burger, vegane Wurst. So. Aber wir werden es rausbekommen. Auf jeden Fall bedanken wir uns erstmal, dass du gekommen bist, Bruder, den weiten Weg aus NRW hierher gemacht hast. Hat uns sehr gefreut, dich mal persönlich kennenzulernen. Safe. Ja, und ich denke mal, the party continues. Alter. Yes, baby. Yeah, man. Ich freue mich. Onkel B und ich, die Letzten, die im Kiez nicht snitchen. Mit dem Homie vom Beast Kitchen, baby, mit Homie Charo. Das war Deutschrap Ivan Drago, baby. Und mir war egal, was der Wettermann sagte, weil ich fast jeden auf der Straße schlage. Nein, nicht fast jeden, aber dich, wenn du willst. Im Ring, für guten Zweck. Links, links. Hey! Bleib dir mal, bitte. Arnold Fittner.